Hallo Leute, vor ein paar Tagen war es soweit, Akt 3 kam raus, wirklich bisher der krasseste, mega heftigste Akt überhaupt, ich hole mal nicht drauf, klar aufs Ende, aber heute werden wir vielleicht ein paar Sachen uns klarer werden, wird heute ein paar Sachen klarer werden, und zwar werden wir heute die Reaktion anschauen von Ju und seinem Team auf Akt 5 selbst, also schnallt euch an, es wird ein sehr langes Video werden, holt ein bisschen Popcorn, keine Ahnung, wir gehen direkt rein, gucken mal, was wir für krasse, brisante Infos wir vielleicht bekommen, für mein weiteres Analyse-Theorie-Video, was die Woche auf jeden Fall noch kommt, ich weiß nicht genau wann, ob es Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder so wird, vielleicht Samstag, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall abonnieren auf dem Hauptkanal, ihr wisst Bescheid, aber egal, wir gehen jetzt direkt rein da. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass John nur ein PNG ist. Das ist krass. Ja. Er bewegt sich gar nicht. Nee, also das wäre schon richtig krass, gut eingefügtes PNG, wenn das hier nicht echt John wäre. Also nee, das kann ich direkt erkennen, ja. Ach, Freunde, willkommen zu Akt 5 Reaction. Heute mal in alter Manier. Bei diesem Video, glaube ich, habe ich das unfassbarste Feedback von euch schon bekommen aufgrund der Preview-Version. Was wir uns jetzt heute aber anschauen, ist nochmal so eine Level-Up-Version. Ein Master-Schnitt wurde hier nochmal getätigt. SFX. Ich muss auf jeden Fall nochmal die Preview-Version nachricht gucken, um zu gucken, was anders ist. Viele von euch haben ja schon geschrieben, dass gerade Rainers Tod anders ist, dass ein paar Szenen eingefügt wurden, die es bei Preview nicht gab, zum Beispiel Sandmann oder diese fliegende Kugel da vom Fremden. Das sind auch Sachen, die hinzugefügt wurden, aber so ein krasser Vergleich habe ich jetzt nicht. Jetzt müssen wir beides gucken, glaube ich, nochmal. Ich glaube, das waren die größten Punkte, die sich geändert haben. Ja. X wurde nochmal geupdatet, VFX wurde nochmal geupdatet, ein bisschen Fehlerkontrolle und so weiter. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Master-Version. Vielen lieben Dank an Amazon, dass wir sowas überhaupt machen dürfen. Das heißt, ich lasse gar nicht so viel reden, weil der Anfang, der ist ja immer so langweilig. Die meisten skippen. We gonna fuck up, dude. Ist aber schon eine spannende Sache so, dass Amazon erlaubt hat. Weil dadurch ist natürlich das Interesse, bei Amazon zu gucken, halt noch weniger geworden. Klar, die haben 2 Wochen Vorlaufzeit, aber dadurch ist es halt für Leute spannender, lieber auf YouTube zu gucken, weil es halt da noch ne, extra Sachen gibt und so. Das ist schon auf jeden Fall cool, ja, Ehre. Ja, geil! Ich muss aber sagen, er ist ein richtig krasser Schauspieler, wirklich. Jedes Gesicht von diesem Werbespot passt, jeder Move passt, also Pete, der wird noch groß. Der wird echt noch groß. Vielleicht nicht körpergrößemäßig groß, aber ihr wisst, wie ich es meine. Es gibt viel zu erzählen, du willst viel sagen, so. Sean will bestimmt viel sagen. John ist nur eine PNG, deswegen, ich weiß nicht, wie viel John zu sagen hat, so. Aber wir gehen rein, Freunde, let's go. Geil. Ich finde es auch cool, dass diese Title Card auch wieder was voraussagt, was diese Folge passiert. Das finde ich auch richtig cool. Ah, ich muss meine Notizdatei wieder aufmachen, dass ich nebenbei Notizen machen kann, wenn irgendwas auffällt, was ich für eine Theorie oder für eine Analyse brauche. So, ist offen. Weiter geht's. Wichtig, wichtig, wichtig. Das sind 3D. Ich find's geil, dass er erstmal so liegt, so mit dem Tierbild sein. Moin. Man nicht direkt weiß, ob es wirklich Monte ist oder vielleicht doch jemand anderes, ja. Ich bin der Joker, das ist John und wir sind... Moin, moin meine aktiven Freunde, ich bin's, Montana White. Achso, ja danke, ich bin Julian und das ist John, ja, und willkommen in Frieden. Ah, Schmutz, Digga. Ja, hier haben wir einen Charakter, der schon sehr lange in unseren Köpfen herumgegeistert hat, und zwar Montana White, gespielt von Rick, gesprochen von jemanden anderen, und zwar dem hier. Ah ja, genau, der auch die Stimme gesprochen hat, also der die TikToks macht. Die Monte TikToks macht. Die habe ich in meinem letzten Analysevideo schon gesagt, dass es der ist, weil der ja am Ende von Akt 4 ja auch schon gesprochen hat. Und ja, der Schauspieler, den wir da gerade sehen, der ist auch ein krasser Schauspieler, Rick. Der hat auch schon bei ARD-Serie mitgespielt und so weiter. Ne? Also, es ist kein Freund von Drew, vielleicht auch schon ein Freund, aber ein Schauspieler, professioneller Beruf, Schauspieler, würde ich mal fast sagen, ja. Boah, Digga, Schmutz. Das ist Alex, der macht hier so auf TikTok Monte-Momente, macht hier so Monte-Parodien. Da dachten wir so, boah, der macht das so gut, der macht es teilweise besser als Monte selber. So. Da dachten wir einfach so, der muss ihm die Stimme geben. Aber die Tattoos sind auch sehr lustig, ne? John, was hast du dir da dabei gedacht? Ja, also hier im Halsbereich haben wir uns schon so ein bisschen versucht, so. Ja. Am echten Tattoo so ein bisschen zu orientieren. Da sieht man dieses... Get on my level. Aber da steht, get off my level. Aber es sieht kein Mensch. Ja, das kann man echt schlecht lesen. Man sieht, im anderen Shot sieht man es besser. Und an der Wand halt dieses Poster da, was auch sehr verdeckt, ja. Deswegen sagen wir es hier, lieber Freunde. Und dann haben wir halt so hier random Sachen wie AdSense, diese Milchtüte und dann diese 120 km/h schmeckt. Der Kaffee steht Frauen ungleich Hunde. Das haben wir dann
irgendwie am Set haben wir noch entschieden, was wir dann auf die Kappe schreiben, ja. Und dann kamen wir darauf. Und nicht zu vergessen, das ist ein geiles Aquarium da im Hintergrund, ne? Einfach ja. ein Monitor, der gehalten wird. Ich glaube, noch ein Tattoo im Nacken, ne? Das haben wir leider nie gesehen, aber da stand auch nochmal drauf, das fand ich auch funny. Genau, Only Judge. Only Judge can got me. Steht das dann echt bei ihm auch noch drauf? Only God can judge me? Ist echt das Nackentattoo? Nee. Ich kenne Gott mir, genau. Ja, ich bin Sky geworden, dieses Streamingzimmer, was nachgestellt wird, halt über den Fernseher, über ihn als Person, der sehr aussieht wie Montana Black und aber auch der Look von dem Zimmer, dass wir einfach das Schloss zu einem Streamingzimmer umgestaltet haben durch das Licht. Sehr cool. Moin, moin, meine aktiven Freunde, ich bin's, Montana White. Achso, ja, danke. Ich bin Julian und das ist John und willkommen in Frieden. Ah, Schmutz, Digga. Bitte? Nee, Digga, du hast doch noch ein bisschen Schmutz an der Wange. Danke. Ja, dann. Erzähl mal, wer. Geiles Bild. Wir wollen die Zahnfee sehen und ihr Zepter zurückgeben. Was kann Musik? Scheiß Masken! So gebrochen. Da hab ich meinen. Cameo vom Mülleimer aus Zahnfee. Ah, ja, stimmt. Der Cameo ist auch da. Guck mal, uns gehen die Cameos aus. Ey, ganz ehrlich, hier ist aber, wenn es so heißt, so, ey, wen können wir nochmal reinnehmen? Boah, krieg richtig Stress, ja, Alter. Weil wir haben gefühlt halb Deutschland schon gedreht, so. Ja. Und jetzt gemacht. Aber Gnu filtert noch, ne? Gnu fehlt noch. Was mit Gnu? Kommen die noch? Oder kommt die im Finale dann vor oder so? Oder? Weil die sollte ja eigentlich auch vorkommen. Irgendwo sollte sie vorkommen, wurde aber dann doch, kann doch nicht vor. Irgendein Teil war es geplant. Ich habe sogar in meinem Akt, im Akt 3, also meinen Akt. Aber ich glaube, in meinem Akt sollte sie auch vorkommen, ja. Machen wir unsere eigenen Cameos. Der Mülleimer ist wieder am Start. Oskar hat sie bestimmt geschickt, um uns zu töten, weil wir abtrünnig wurden. Achso, das Ding um seinen Kopf, so als hätte er voll die Zahnschmerzen. Und du bist auch keine Maske mehr, Digga. Wir auch nicht. Ja, moin. Wollt ihr einen Gönnertee? Ey, es ist auch krass, okay. Ich finde Pete, ich finde, er acted immer besser, Pete, ne? Dass er mittlerweile seinen Kopf so manchmal so neigt und so Schritte geht. Ja, der ist voll agil geworden. Der war am Anfang war er ein bisschen steif, ja. Aber da war er auch noch ein bisschen nervöser, glaube ich. Mittlerweile ist er so voll aufgeblüht, ne? Voll, ja. Und Vorsicht, das ist nicht unser... Ja, selber, was ich auch gesagt habe vorhin, ne? Was ich auch gesagt habe, ich muss schon sagen, hat sich echt getan. Pete, ne? Das ist dem sein Cousin. Schmeckt sehr lecker. Ein bisschen nach Tränen. Groß, Digga. Super. Ja, der originale Pete kam ja auch von einem Musikvideo, wo es, wenn Tiere rappen könnten oder so, von Ju. Da gab es ja den Pete auch, weil der ist Teil von einem Känguru-Cosplay. Also wenn ihr bei Amazon eingibt, Känguru-Kostüm, Erwachsene, dann seht ihr auch einen kleinen Pete, der in dem Beutel drin ist. Also könnt ihr nicht, wenn ihr, also ja, der ist da irgendwie auch dabei. Aber das ist dann eher dieser Fake-Pete, den wir dort sehen. Den Pete, den wir haben, der originale Ju-Pete, das ist, na, der ist ein bisschen schmaler im Gesicht auch und andere Augen und so auch, ja. Ausweger. Und du hilfst jetzt den beiden Marmelingons. Wie sie hinten das Aquarium sauber macht. Du sagst das so, als hättest du es zum ersten Mal gesehen. Das ist so lustig. Guck mal, wie Pete, ihr müsst immer, Pete ist so Wimmelbild, so, musst du eine Suche. Ja. Doch, Digga, wir müssen uns beeilen, der Mann im Mond ist hinter uns her und wir müssen sofort zur Zahnfee. Ach, der Mann im Mond, der kommt hier eh nicht rein wegen diesem Schmutzschild da draußen. Ja, aber die Welt ist in Gefahr und nur die Zahnfee kann uns helfen. Ruhig, Digga, mach mal auf ganz entspannt, Arino. Die Kariesfee ist gar nicht hier. Was? Die Kariesfee ist auch so geil. Manche Sachen fällt mir jetzt erst auf beim 5000. Mal, was so gesagt wird manchmal. Ey, sag mir nicht, der ganze Weg hierhin war jetzt komplett umsonst. Dieser Oscar. Ich hab nur verstanden, irgendwie, als ich geguckt habe, zum ersten Mal, ja, die Fee, also die ist nicht da, aber Karies ist mir nicht so bewusst gewesen bis jetzt. Der hat Onkel Monte und seiner Crew damals gesagt, dass wir hier bleiben sollen. Aufpassen sollen, dass keine Typen kommen, die alles boykottieren? Boykottieren, ja, Digga, Mann. Asthma? Mit Raspberry Cheesecake Geschmack. So ein Fiebertraum, das Ganze einfach. Wie so eine Line auf die andere so folgt. Es ist faszinierend, wie viele Flashbacks wir machen. Ne, jetzt auch gerade ganz kurz ein Ausschnitt von der Zahnfee. Mhm. Und da merkt man irgendwie auch manchmal, dass das alles so ein bisschen mehr Substanz hat manchmal, ne? Weil wir bei Zahnfee ja schon das auch geplant hatten. So. Aber was ich weiß, das ist, dass hier ein weiterer Cameo sich im Bild versteckt. Und zwar ist der Dück im Bild. Wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass er sich unter einem Laken schwarzem Maulteil versteckt und die Hand... Weil er die Hand spielt, wie geil. Ist mir gar nicht aufgefallen. Geil. Zu steuern in den Mülleimer. Irgendwann ging auch Budget aus für VFX, ne? Ganz ehrlich. Weiß ich, ist das was man fürs Analysevideo sagen könnte? Warte, ich scheiß mal das mal auf. Schaden kann's nicht. So, fertig. Weiter geht's. Ey. Da müssen wir einfach sagen, scheiß drauf.
Jedenfalls kam Oskar Schmoska nie wieder zurück. Warum ist da eigentlich so eine Sonne drauf? Aber dieses Oskar Schmoska, ne? Also es ist auch so geil, diese wirklich so Rede so köstlich-möchtlich und sowas. Da, wo die Sonne lacht. Da, wo die Sonne lacht. Ach, Casino ist damit gemeint. Ich habe auch nicht gecheckt, was mit der Sonne gemeint ist. Ach so. Das ist auch dieses Casino-Logo von irgendeiner Firma. Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber ja, weil Monte ja Casino kleines Dings hat, ne? Da, wo wir immer hingehen. Ach so. Ding, ding. Merkur. Vor allem. Nein. John und ich, wir hatten damals unsere Vergangenheit. Da wären wir ein bisschen geborgt. Was wolltest du noch sagen, Schott? Was ich sagen wollte, ist, dass es sehr cool ist, dass wir wieder generell in der Story ins Schloss, ins Hotel der Zahnfee zurückkehren. Und dass wir aber dachten, wir wollen jetzt nicht immer das Gleiche zeigen. Und deswegen haben wir alles halt ein bisschen verwandelt. Und irgendwie finde ich das total geil zu sehen. Ja, es ist ja das originale Flur, glaube ich auch, ne? Weil hier wurde draus die Rezeption, glaube ich, gebaut, aus diesem Kamin hier auch. Und hier war ja eigentlich das Runen und so Poster hier drunter auf der Rückseite. Also sie sitzen quasi auch wieder genau im selben Raum, wo auch die Zahnfee auch saß, nicht sicher, im selben Möbel oder so, nicht ganz sicher, aber jedenfalls derselbe Raum, wo die Rezeption noch eigentlich ist, ja. Wie du eben schon gesagt hast, das Streamingzimmer daraus zu machen aus dem Zahnfischzimmer. Ja, ich weiß noch, wie du... Oder ist ein anderes Zimmer, ich weiß nicht, das Schloss hat mehrere Kamins. Kamine. Ja. Man ist auch nicht, ich weiß nicht, wie in der Mitte ist. Keine Ahnung, wie ich es machen soll, das nervt mich gerade. Auf irgendwann meintest du irgendwie 2 Tage vorher oder 1 Tag vorher so, es muss halt so dystopischer aussehen so. Und das ist krass, was dann einfach passiert ist so, ne? Da haben alles nochmal angepackt und einfach alles kaputt gemacht. Also ganz ehrlich, ne? Der Prinz, dem das Ganze gehört, der hat echt, also der liebt uns gefühlt echt, ne? Was ja, wir da machen so. Aber der auch so mit der Zeit, der hat sich auch so ein dickes Fell wachsen lassen, während wir da waren. So am Anfang ist natürlich, der lernt uns frisch kennen und weiß noch nicht, wie wir drauf sind. Und mittlerweile Familie einfach. Familie. Ja. Ganz ehrlich, der darf nicht unter die Sofas gucken, Alter. Da haben wir alles hingetan einfach. Ja. Ganze Müll macht der Sofa hoch. Das war aber echt krass, weil du das gerade erwähnt hast schon mit dem Setdressing. Es war ja nicht nur das, wir haben das auch super spontan gescriptet, diese Szene noch, ne? Also umgescriptet. Wir wussten ungefähr, was wir haben wollten. Aber wir haben eigentlich, also diese ganze Szene ist eigentlich so entstanden innerhalb von 3 Tagen. So alles, Setdressing, Darstellersuche, alles, was ihr da seht, ist so super auf den letzten Drücker. Und dafür ist voll geil geworden, finde ich. Was float. Ja. Insane. Also da sieht man einfach mal, wie krass dieses Team einfach ist, dass wir immer wieder in so kurzer Zeit auch sowas auf die Beine stellen können. Ja, aber dass wir alle so zusammenspielen. Auch, es wird manchmal laut, muss man auch sagen, wird auch manchmal diskutiert, aber das muss ja auch sein. Das ist Film. Deswegen habe ich und die Crew entschieden, dass wir hier das neue Buxtehude gründen. Ah, okay, sehr interessant. Auch gar keine Zeitverschwendung für uns hier, deine Story, ne? Oh, aber weißt du, bist du jetzt, wo wir die Zahnfee finden können? Wir können euch nicht die Karte. Ist doch krass, diese Wein ist ja auch nur so eine Art Droge oder so, oder Alkohol für die Zahnfee waren. Die Zahnfee muss ja schon so abgehärtet worden sein, oder hat was irgendwelches Wesens, merkst du das von dem Wein nicht so sehr, dass sie es halt so trinkt, so wie ein Whisky. Aber dass Ju und John das nicht so gemerkt haben beim Trinken, heißt ja, das brennt nicht so wie Alkohol. Schmeckt wie Tränen. Schmeckt es für die Zahnfee auch wie Tränen oder schmeckt es für sie wieder wie so ein Whisky? Das ist halt die Frage jetzt, ne? Die wir alle haben jetzt hier. Auf jeden Fall alle. Aber jetzt Fee befreien lassen, dann würde sie uns ja rausschmeißen. Das geht natürlich gar nicht, Digga. Befreien? Es ist disrespectful, wenn ich das jetzt sage, aber das hast du sehr authentisch acten können, John. Ja, das habe ich ja letztes Jahr ein Jahr lang gemacht. Ja, Method Acting on Fire. Also, dass ich einschlafe, ja. Das habe ich ja, das war ja konstant so. Also ich musste das nicht acten, das kam natürlich. Ja, das ist ein Jahr Method Acting, Alter. Trainiert für diesen Moment. Diese Weinis hier scheinen echt gut zu ballern. Diese Weinis, ne? Deswegen hat der John auch eben nochmal gesagt, für die Leute, die vielleicht nicht so ganz aufmerksam die Videos schauen oder irgendwie Subway Surfer währenddessen spielen. Deswegen hat John ja auch gesagt, schmeckt ein bisschen nach Tränen. Fischmeck, Bunny weg. Oh mein Gott, ist das Monsieur Beat? Hey, diese random Werbung da drin, wirklich, das ist so witzig. Hab ich dich. Monsieur Beat! Hab ich dich. Monsieur Beat! Wow. Monsieur Beat, jetzt in seinem ultimativen Monthly Dumpty Dribbly Flappity Trip! Monsieur Beat! Yes, auf Eternal God! Da hat ja auch geschrieben, dass sie ihn erinnert an Cold Mirror, diese Werbung da, manchmal so richtig random. Das fühle ich auch so ein bisschen, was er sagt, ja. D.E. Rap dir dein Beat für dein Zuhause. P.S. Das ist kein Joke. Der Dan guckt schon so weg. Der will gar nichts mit uns zu tun haben, einfach. Hat er das eingesprochen? Nee.
Oder? War das Dans Stimme? Nee. Dan kann nicht sein. Dan ist ja immer nur Mono auf einem Ohr. Also dann hört man ja nur links oder rechts sprechen. Stimmt, das kann ja nicht gewesen sein. Scham. Also schade. Ja. Weil ich war ja auf der Wild, wo wir das gedreht haben. Das ist. Wird mal gepostet, wie die ganze Scheiße, diese Drehung gedreht haben. Das ist der most scuffed shit ever. Ja, ihr müsst euch vorstellen, die haben da draußen, ne, Dan, Peter, Sean, John war auch, glaube ich, dabei. Die haben einfach die ganze Zeit diesen Peter von Greenskin gedreht und so. Ging aber den ganzen Tag so. Peter, willst du auch noch was sagen, dafür, dass du die Stimme hier dem Ganzen verliehen hast? Kauf Pete. Kauf Pete, sagt er. Okay, es war Daniel, Peter, der es gemacht hat, glaube ich, ne? Der hat auch den Typen gespielt, der erschossen wird, der da meinen Spruch gesagt hat, genau. Also glaube ich, dass der war, ich glaube ja. Hey, was machst du? Was? Chill. Mir war kalt. Und ich war vor dir wach. Hä? Das ist gar kein Argument. Nichts. Ja, das ist auch so, ich glaube, hier in dieser Location haben John und ich, glaube ich, am meisten gefreestylt, ne? Das Skript war irgendwie so, irgendwie nie so richtig ready so. Und ihr habt ja noch so aufgebaut und John und ich, ich weiß nicht warum, aber wir waren halt so eine Stunde gefühlt so in diesem Käfig einfach. Und haben einfach die ganze Zeit gewartet. Dann hat John so komische Sachen die ganze Zeit gedroppt. Ja, lass das machen, dann haben wir das so gedreht. Schau mal, saftig, knaftig dieses Zepter. Hey, stopp! Lass die Tasche in Ruhe! Nicht aufmachen, das ist gefährlich! Mann, Maul jetzt, das soll schon drin sein, ihr Tagebuch. Ihr habt also mein... Oh, super, der Trottel, jetzt weiß er meine Mund, wo wir stecken, ey. Toll gemacht, wirklich toll gemacht. Fresse da hinten. Onkel Motte muss sich jetzt hier mal konzentrieren, Digga. Bambing Kong Noodles. Ui. Ui, ja. Boah, Digga, das funktioniert ja wirklich. Okay, gleich nochmal. Ui, Memo. An mich selbst, da muss ich nochmal hin. Das ist auch so ein witziger Spruch. Memo an mich selbst. Nicht Memo, sondern Memo. Memo an mich selbst. Ui, Memo. Memo an mich selbst. Ja, haben die Leute gecheckt, aber ich es nicht erklären. Nee, er muss nicht erklären. Ist cringe, wenn ich erkläre. Ja, es ist doppelt cringe, weil ich es erklärt habe. Jetzt das letzte Shoot auch nochmal. Perfekt. Ja, aber was man vielleicht nicht direkt auf Anhieb checkt, ist, oder doch, ich glaube, man checkt es doch. Aber ich wollte es trotzdem nochmal dazu sagen, dass man sich halt mit dem Zahnfitzepter konzentrieren muss auf den Ort, an dem man reisen will. Ich glaube, das wird in dem Akt erst so richtig klar. Vorher weißt du nicht, ist das etwas, was nur die Zahnfee kann. Jetzt weißt du, okay, das geht auch bei anderen Leuten. Und das checkt ja auch Ju gerade in der Situation, in der Szene. Mhm. Wird wichtig für später. Es wird doch später gesagt. Halt dein Maul jetzt! Aber hier wird es schon halt gezeigt ohne Worte. So. Genau. Das ist schon sehr schön inszeniert, muss man schon sagen. Ja, und, aber das wird doch später trotzdem gesagt. Ja, das ist dann so die Bestätigung. Es wird viel gesagt, es wird sehr schnell vor allem wieder Sachen werden gesagt. Diskutieren deswegen hier. Musst du gucken, dass du nee, Ju sagt das schon Sachen ganz aufsettest. Spezifisch dem John später. Ja, später. Ja, aber später. Hier muss er es ja erst hier wird es schon gesettet. Ja. Aber hier muss man das ja gar nicht so richtig checken, oder? Ja, aber es ist schon mal gesettet für die Leute, die ganz aufmerksam sind. Also hast du ja nur gespoilert gerade. Ja. Nee, das war doch kein... Ey, Leute, haben wir das Original ja schon gesehen. Was diskutieren die jetzt? Also wenn Leute das Original wirklich gesehen hat und direkt die Reaktion guckt, der ist ja auch verloren, glaube ich. Spoiler, das war, ey, guck mal, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, wie das später das ausgeht. Das macht irgendwie keinen Sinn mit Josh. Okay. Haut doch ab, Alter. Wo wir gerade im Thema Ketten von Dingen sind, wir das ja immer gern tun und genial meistens, wie Josh gerade erklärt hat, dass meine Mondgesicht haben wir zum ersten Mal wieder gesehen seit Akt 2, glaube ich, nee, Akt 3. Mit verpackt mit einem Joke, wo auch echt alle gelacht haben. Ihr habt also mein... wieder zugeklappt. Fast schon, wir machen es ein bisschen lustiger auf die alten Filme, so Augenzwinkern. Aber es ist auch wichtig, einfach mal dem Zuschauer visuell nochmal das Gesicht zu zeigen, dass es in der Tasche ist. Weil es ja ein Thema ist in diesem Film. Ja. Hätten wir das nicht gemacht, dann wäre es so ein bisschen vielleicht... Hätte jede andere Szene mit dem Gesicht später vielleicht nicht diese Wirkung gehabt. Dass unterbewusst nochmal hängen bleibt. Voll, so dieses... Weil habe ich auch so gelernt, wie viel man unterbewusst machen muss dann irgendwie so. Ne? Das ist ja ganz oft, sind John und ich ja auch so bei YouTube so, ey, wir sagen eine Sache und das reicht. Wenn ich zugehört hätte, muss man sich das Video nochmal anschauen. So. Das ist so unsere Mentalität. Aber ich glaube, so von Sean und von Josh hat man so gelernt, man muss die Sachen echt oft zetten. Ja, ja. Super oft wiederholen. Also das ist, merke ich auch super oft, Leute teilweise Sachen fragen. Mich haben Leute gefragt, unter meinem Theorievideo zur Zahnfee, woher ich denn weiß, dass der Mann im Mond eine Freundin hatte. Hat mich wirklich Leute gefragt, woher ich weiß, dass der Mann im Mond eine Freundin hatte. Woher weiß ich das? Ist ja nicht so, als würde es in Akt 3 groß und breit getreten, erzählt am Ende. Ist es so, als würde es in Akt 4, glaube ich, auch nochmal erwähnt werden, weiß ich nicht mehr genau, weil man das Grabmal vom Mann im Mond sieht. Also, und jetzt erst haben die Leute unter meinem Theorievideo zur Zahnfee geschrieben,
Woher weiß ich, dass es das deine Freundin hatte? Das ist wirklich, es ist so wirklich manchmal kriegen Leute nicht mit, deswegen muss man halt wiederholen. Nicht jeder kann so in der Lore drin sein, wie ich zum Beispiel. Ja, oder Akt 3 ist auch Ewigkeiten her, da kann man Sachen wieder vergessen, zum Beispiel. Ich bin jemand, wenn mir was krass gut gefällt, dann speichere ich alles von rein, dann saue ich alles rauf wie ein Schwamm und dann ist mein Kopf voll davon. Und ich habe dabei wertvolle Kindheitserinnerungen vom Kindergarten verloren oder sowas, deswegen ist mir wurscht. Die Serie ist wichtiger. Aber ich check gleich, was ich meine, ja. Ich glaube, John ist ja auch. Boah, wie viel wir pflanzen und ernten, Alter. Ja. Das ist schon voll richtige Farmer geworden. Ja, richtige Farmer. Akt 5 ist generell die komplette Ernte einfach, ja, ne? Ich total. Weiß gar nicht. Ja. Der Bodensack. Kommst du an den Bodensack ran? Da, siehst du ihn? Kommst du da ran? Wie denn? Das sind 10 Meter. Wie bist du dumm mit der Macht oder was? Ist ja okay, warte, ich versuch's. Ja, funktioniert nicht. Was im Wunder? Ja, schon mal. Ich schaff's nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach weiter. Ich hab die Macht. Ich hab die Macht. Es ist so geil bei den beiden. Ich hab die Macht. Das ist so geil. Ich find's so cool. Du musst ja später nochmal aufgegriffen werden, dass du jetzt wirklich denkst, dass er die Macht hat. Weil er weiß ja bis jetzt immer noch nicht, dass es eigentlich die Kellerassel war, die ihm den Sack näher gebracht hat, oder? Weiß er ja gar nicht. Keine Ahnung, wer ihr beiden seid, was ihr mit dem Brunnen vorhabt. Aber wenn sie euch helfen, Zahnfee zu retten, bitte euer Mann, Frau oder was auch immer. Hier kommt mit! Ich find's so geil, wie sie schauspielt, ne? Ich find's so geil, wie Phoebe das macht. Das ist mega gut. Kellerassel dran. Danke, Kellerassel. Du hast uns gerade den Arsch gerettet. Ich bin Minty, Patin als Beruf, Kellerassel als Fluch. Ich hab alles mitgehört. Freunde meines Bosses sind auch meine Bosse. Hast du was gehört? Ich auch nicht. Eine Pause hier. Das ist halt so hast geil. Hast du was gehört? Ich auch nicht. Ja, aber das sind diese dummen Dialoge. Ja. Hast du was gehört? Nee, du. Das haben wir so oft schon gemacht und merkt man immer so, hier gibt's kein Skript. Weißt du, schütteln die ab. Das haben sie schon sehr oft gehört, gesagt, auch wegen Pete, weil der sagt, dann verstehen die sich auch gegenseitig nicht hier. Die Kellerasse, so steht's im Drehbuch, aber sie bemerken sie nicht, weil sie so klein ist, irgendwie so. Und dann kommen halt solche Sachen. Ganz selten, das ist wirklich super, das ist super selten, 1% vielleicht, aber dann entstehen so welche Sachen. Return of Minty hier, ne? Mhm. Kellerasse, das ist auch ein cooler Moment einfach. Ah, das ist aber auch ein gediegenes Plätzchen für euch. Und Abfahrt. Was denn das? Oh, sind das? Da waren wir schon. Was denn? Da waren wir schon. Ja. Ah ja, stimmt, im Musikvideo von Irish Goodbye waren sie da schon mal. Haben sie das wieder recycelt dann wahrscheinlich? Sieht man dann im Hintergrund auch Ju und John hängen irgendwo? Das wäre auch mega witzig. Alles Styles. Hätte John eigentlich sagen müssen, da waren wir schon. Sind das Bohnen, Digga? Bohnen, Digga. Ja, mit Blueberry-Blaubeeren-Schmack, Digga. Geil, wie John auch sagt, Digga. Für sich höre ich jetzt erst wieder. Das wird mir bewusst gerade. Baby Rexha. Baby Rexha? Och nö. Jetzt kommt Johns Moment. Ich reiß meine Fesseln heute auf. Heute Nacht gehen wir raus. Am Angst vor nichts, so als wären wir im Rausch. Alle Türen stehen uns auf, alle Türen stehen uns auf. Ich reiß meine Fesseln heute auf. Heute Nacht gehen wir raus, heute Nacht gehen wir raus. Am Angst vor nichts, so als wären wir im Rausch. Alle Türen stehen uns auf, alle Türen stehen uns auf. Auch auf jeden Fall ein geiler Song, aber nicht mein Favoritsong von den beiden, die vorkamen, auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem ein geiler Song zum Feiern gehen, so, oder für die Vorbereitung dafür. Ja, da muss man auch einmal hier ganz kurz einen Break machen, so, ne. Dazu kommt noch ein ultra krank geiles Behind-the-Scenes-Video, das ist halt so funny. Wir haben da so viele Locations diesen einen Tag abgeklappert, so wirklich vom Hotel bis Club bis zu den Tänzer-Crowd, die so eine Party gemacht haben, den ganzen Tag über. Ey, es ist so ein verrückter Tag gewesen halt. Und es ist so international geworden, das Video. Also das werdet ihr sehen im Behind-the-Scenes, mehr kann ich dazu nicht sagen. Was ist international geworden? Weil vielleicht irgendwelche Leute dabei waren, die da TikToks oder so gemacht haben oder weiß ich nicht. Ah, crazy. Ah. Ihr tragt die Masken viel zu lange, setzt sie einfach ab. Wir feiern überall, ist egal welcher Breitengrad. Da, der Sohn vom Prinz ganz am Ende. Oder das macht doch auch Bock, ne? Da treffen die. Ja, genau. Hier, die Lina, die kennt ihr auch noch. Die war ja auch bei...
Beim Supermarkt war sie dabei, dass sie ja, du warst eine der Angestellten oder die Chefin von dem Supermarkt, wo Wabu die Bohne genommen hat und dann, wo der Machipü gesungen wurde. I'm the Machipü. Und sie kam auch schon mal, wo noch war vor? Ich glaube, das war es sogar, nee. Vorher war sie eine der Leute auf bei Money Boy unter den Masken, glaube ich, war sie auch noch. Die mit Orangensaft geschüttet wurden, glaube ich. Aber der hat man sie nicht gesehen, ja. Als wenn die zum ersten Mal aufeinandertreffen. So, das ist so West Side Story, ne? Diese Gegner. Ja. Stimmt, ja. Ja, West Side Story. Das war der Move aus Eternal Blood. Geil, die Mädels da. Ja, so richtige Hype-Girls, Alter. Boah, überkrank, ne? Das ist so krass, wenn du mit Tänzern drehst immer, ne? Du, Alter, das ist so eine Party. Ganz ehrlich, am liebsten einfach immer eine Crowd von Tänzern bei jedem Dreh dabei haben. Wir würden einfach so viel Spaß haben. Auch so für die Stimmung, so für zwischendurch dann immer. Ja, die einfach im Hintergrund tanzen random, nicht mal im Video vorkommen. Wir haben alles gehypt und nimmst die Tasse hoch, so, aber Tänzer sind halt auch so manchmal so voll, so diszipliniert, ne? Voll. Wenn dann jemand sagt, so Ruhe, dann sind die einfach, boom, stehen alle. So halt, weil klar, Tänzer trainieren das ja nur so, ne? 5, 6, 7, 8, stehen und jetzt Kommando davon, und so. Ja. Das ist schon krass, ey. Da, die Hype-Männer. Auch da an der ganz kurzen Stelle, ich finde eigentlich den Joke, dass David Guetta halt gar nichts macht, weil er der Producer ist. Aber ich weiß nicht, ob es so rüberkommt, aber es ist ja einfach David Guetta in real life. So, ja, ne? David Guetta singt halt nicht. Ja. Das war der Joke. Aber ich glaub, das ist bei allen möglichen DJs ja auch der Fall. Ja. Die musst du mal echt erklären. Ist nicht Robin Schulz auch genauso? Ich glaube auch ähnlich. Genau. Du! Und auch ein gutes Beispiel ist auch Avicii, ne? Avicii hat ja auch nie gesungen, ja, glaube ich. Du! Wo ist denn dieser Montana White hin? Den haben wir durch die Tür geschickt. Hey, Montana White? Gab's da nicht noch diesen anderen Montana? Wen? Hey, wenn ich mal nachdenke, kann man eigentlich auch mit den Bohnen so ein Imperium machen und nicht nur mit Songs, sondern kann auch Geld verdienen mit den Klamotten. Und du kriegst ja teilweise durch die Bohnen ja auch neue Klamotten geschenkt und die kannst du ja dann direkt wieder verkaufen. Aber Bohnen essen, Musik verkaufen, wie im ersten Akt, letzte Song aus der Bohne mit Julia. Oder einfach noch die Klamotten noch verkaufen, die man da bekommt noch. Perfekt. Das ist ein kleine Marge, die man rausbekommt, weil man muss ja so viele Bohnen essen, um ganz viele Klamotten zu bekommen. Aber keine Ahnung, man kann die ja dann teurer verkaufen, man hat dann keinen Verlust gemacht, den man die Klamotten erstmal kaufen musste. Einfach Monty. In einem Hauptvideo, Freunde. Dazu kommt auch noch ein Behind-the-Scenes-Video, wie geil. Wir uns gefühlt zum ersten Mal gesehen haben. Ne? Also wir haben, kennen uns ja nicht. Kylo, bist du das? Den Stream mit Ju und Mont habe ich auch gesehen. Also ich war nicht live dabei, aber ich habe die Videos gesehen von Monte, ja. Bruder. Lang nicht mehr gesehen, Digga. Digga. Ja moin. Aber das letzte Ja moin von Monte ist auch so richtig dieses so, was mache ich hier eigentlich? Mäßiger Blick so. Jetzt so richtig, what am I doing here? Ja moin. Ey, das war auf jeden Fall ein krasser Tag, ne? Ich weiß, das letzte Ja moin war, glaube ich, fast wir gemeint. So, ja moin. Ich musste so oft Ja moin sagen. Ja moin. Denn Thomas und ich, wir sind ja zu dritt dahin gefahren. Ich weiß nicht, ihr wart ja noch in der Postpro, also am Schnitt so. 6,5 Stunden war das dahin, ne? Hinfahrt 6 Stunden, Rückfahrt sogar, glaube ich, besser. Ich glaube, mindestens 11 Stunden Autofahrt. Ja. Boah, das war heftig, Alter. Ja, Montag hat uns zweimal bedroht. Nee, Spaß. Aber echt krasse Sache. Da hatten wir auch einen Livestream gemacht, den allerersten. Das war so out of my comfort zone, das fuck so. Aber voll geil, dass er mitgemacht hat. Und auch geil, finde ich, in Szene gesetzt, weil ich kann mir vorstellen, wenn die Leute Akt 5 zum ersten Mal sehen, dass manche auch ein bisschen enttäuscht sind, dass jetzt einfach kein Monte auftaucht, nachdem wir den Cliffhanger bei Akt 4 hatten mit der Stimme. Bringt sie zu unserem Boss? Oh nee, Digga, wer stört mich denn jetzt in meiner Zentrale? Und dann haben wir ihn aber doch drin, so. Dann haben wir einmal das mit einem Witz und mit... Es sind mir auch genauso Leute geschrieben, die haben genauso geschrieben. Ich war jetzt enttäuscht, dass Monte nicht da ist, aber dann kam er doch noch vor. Das haben mir super viele geschrieben, ja. Na, Story verbunden, Montana White mit einem anderen Charakter und dann aber trotzdem noch sein Cameo mit drin. Also sehr cool, ja. Sehr cool aufgelöst. Wir müssen uns nur auf die Zahnfee konzentrieren und dann sind wir schon bei ihr. Hier. Warum ich denn jetzt schon wieder? Mach du bitte, komm. Warum? Nein! Ja, du bist doch hier Zahnfee-Fanboy und so weiter. Ja, so ist...
Das ist so süß, irgendwie, dass wir den John immer so aufgebaut haben, dass er so Fan der Wächter ist vom Osterhasen. Ja, ja, ja. Ne? Weil die Auto, das Autogramm ja auch haben wollte vom Totenosterhasen sogar. Er ist ein richtig krasser Fan. Gut. Die Zahnfee kommt und holt die Zähne nach. Klappt. Die Zahnfee? Sehr richtig. Ich bin's, die legendäre Zahnfee. Bist du nicht? Du zweifelst. Vor allem hat auch das Make-up auf der falschen Seite sich jetzt auch gerade. Das ist auch schon auf der linken, auf der rechten Seite. Also andersrum einfach. Das ist so dumm. Ist an mir? Dann werde ich dich wohl verwandeln müssen mit meinem Original-Zahnfee-Stab. Das Ding ist so cursed aus, einfach das Ding, Alter. Aber jetzt kommt das Budget wieder rein. Das haben wir. Ey, das sind keine, diese Knochen, die man hier vorne sieht bei ihm, das sind so Hundeknochen. Wäscheklammern auch. Achso, das Gabel oben auf dem Hut finde ich auch gut. Ja. Na, Gabel. Viel zu entdecken, Freunde. Ja. Das reicht. Das hat also abgefallen hat auch, ne, weil es so mit so. Ja, ja, das, aber extra, ne? Ich dachte mal, ich habe immer gesagt, ey, da fallen die Dinger ab. Ja, nee, das soll so. Die sind ja extra so doof mit Kleber da dran geklebt, damit das noch cursed aussieht alles. Ja. Eure Cosplays sehen besser aus. Ihr wollt uns nicht lustig machen darüber so. Okay, ich muss euch etwas beichten. Ich sehe jetzt auch gerade hier, das sind auch diese Zahnseide-Sticks, die ich auch immer benutze. Jeden Tag, die sind auch hier dran an den Knöpfen. Ich meine, passt ja auch ein bisschen Zahnfee. Ne? Die hat ja auch ihren Anzug aus Zahnfee-Seide gemacht, glaube ich. Zahnseide meine ich. Ich bin gar nicht die wahre Zahnfee. Ich bin einfach irgendein Typ, der in andere Rollen schlüpft, um seine wahre Identität abzuschirmen. Cringe, aber da hätten wir was für dich. Oder John, bist du? Das ist auch so ein Meta, dieses Cringe, weil das machen wir ja eigentlich auch die ganze Zeit. Ne? Ja. Cringe, aber da hätten wir was für dich. Oder John, bist du? Das sind immer so kurze Sätze. Komm, ja. Okay, also, wenn du deine Identität abschirmen möchtest, dann benutze einfach NordVPN. Und da ist direkt der nächste Meta-Joke. Ja. Ja. Warum? John, du hast immer so kurze Sätze. Ja, das ist echt ein Fiebertraum. Dieser ganze Part, alles da im Keller, so heißt das Kapitel, by the way. Keller x NordVPN hieß das, glaube ich. Ey, das ist so viel Curse. Aber auch sehr viel Freestyle, ne, und sehr viel Meta, ja. Und jetzt muss ich eine Sache noch sagen, Leute. Das ist ein voll wichtiges Setup. Schon lange geplant. Wenn ihr euch jetzt mal das Shirt von John anguckt, dann seht ihr, dass er ein Fan von Ray ist. Da ist nämlich ein Totenschädel auf seinem Shirt. Oh, lol, okay, das ist auch cool, das ist auch spannend. Fan von Ray, von seinem YouTube-Kanal wahrscheinlich auch, ne? Geil. Weil er den YouTube-Account kennt. Ja, der die Wächter auf Feier, dann kennt er wahrscheinlich auch seinen YouTube-Account. Ergibt voll Sinn, ja, geil. Ja. Danke. Hat sie seit Jahren auf der Seele gebrannt, so klingt das gerade. Das höre ich auch zum ersten Mal gerade. Das ist auch komplett über der Tasche hier. John einfach Fan von alles geworden. Ja. Ja. Beste aller VPNs. Er bietet einen erstklassigen Schutz und verschlüsselt deine Daten, sodass du im Internet privat bleiben kannst. Stimmt's schon? Ja. Das wollte ich auch gerade. NordVPN verwendet übrigens sehr fortschrittliche Verschlüsselungstechnologien, die es für Außenstehende praktisch unmöglich machen, deine Daten abzufangen oder zu entschlüsseln. Hammer! Und wie NordVPN ist nämlich... Presse, ich will auch mal was sagen. NordVPN ist nicht schnell und sicher, sondern auch bezahlbar. Der absolute Zahnsinn. Vor allem mit dem Code NordVPN.com/studienbär, mit dem du ein besonderes Angebot auf dein 2-Jahres-Paket obendrauf erhältst, ganz ohne Risiko durch die 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Warte! Ich hab da vielleicht was für euch. Eine Idee. Ihr beide. Und ich. Ein brutales Trio. John, du musst dich viel mehr konzentrieren. Ja, wir müssen uns mehr vorstellen, wo die Zahnfee ist. Aber wo ist sie denn? Wo ist sie? Wo würde sich eine Zahnfee verstecken, John? Was weiß ich? Was bist du für ein Fan? Ich bin kein Fan. Der Pete war da schon mal. Mhm. Aus. Ach ja, so wie du deine Mom letztens ausgeschlossen hast. Pause? Pete hier, ne? Hat hier seine kleine Mini-Redemption irgendwie, hab ich mir so das Gefühl, weil am Anfang kriegt er noch Ärger, so von wegen von Drew, warum hast du uns hier hingeführt? Weil der ganze Weg umsonst. Und dann kann er sich hier wieder, kann es wieder gut machen. Weil ich auch noch. Trotzdem wird er später von Drew wieder angepöbelt, weil er kurz mal wieder in dieses Plastikding reinfällt. Also ich finde, ich würde verstehen, wenn Pete Drew weiterhin noch hasst. Also ich kann es verstehen, wenn er dann wieder hasst. Er will es erst irgendwie gut machen, trotzdem will Drew ihm nicht verzeihen. Also das verstehe ich voll. John vergibt ihm schon voll süß, aber Drew ist immer noch hasserfüllt gegenüber ihm irgendwie. Sobald er einen Fehler macht, direkt wieder. Das macht Drew extrem unsympathisch. In der Serie jetzt bezüglich Pete, ihr versteht, was ich meine. Kommt ja gleich nochmal die Szene. Interessant fand, man kann sich ja überlegen, dass oder fragen, warum Pete sie überhaupt zum Zahnfee-Schloss gebracht hat, wenn er ja weiß, dass die Zahnfee irgendwo anders in so einem Gefängnis gefangen ist. Und weil es gibt ein paar Leute, die haben spekuliert, so, ist das vielleicht eine Falle? Doch, geht die eine Falle. Aber meine Erklärung ist einfach, Pete ist einfach ein Dulli. Er hat einfach
Vergessen. Der hat einfach so straightforward gedacht, Schloss Zahnfee, Schloss Zahnfee, und dann ist er da gelandet. So. Und dann so, oh shit, verkackt. Und dann fällt ihm hier wieder ein, ah, warte. Aber ich finde, das erklärt sich schon so, ne? Das erste so, die wollen zur Zahnfee, okay, ich weiß, wo das Hotel ist, weil da war er mit Oscar so. Mhm. Genau. Und dann geht's da irgendwie auch weiter, so stimmt. Aber. Ich finde, die brauchen ja auch für das Zepter eine Tür. Und die Tür haben sie ja im nächsten, wenn sie eh schon auf dem Weg zum Hotel der Zahnfee waren, dann bietet sich ja an, dass sie ja halt am ehesten eine Tür finden, so. Easy, oder? Die Tür gefangen und so weiter. Und cool, dass die Leute immer noch misstrauisch sind. Und ich glaube, die Zahnfee wusste, oder also selbst Pete wusste, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob die den Stab auch selbst benutzen können, wie Jua vorhin gesagt hat. Die wussten nicht, ob Pete den Stab, ob generell Menschen diesen Stab benutzen können, abseits von der Zahnfee. Deswegen konnte Pete ja die Unruhe hinführen, weil er wusste auch nicht, wo die jetzt da sind, obwohl Oscars nicht, doch, Oscar hat auch den Stab gehabt, der konnte auch durch die Tür wieder abhauen von diesem Platz, wo der Zahnfee gefangen war, ja, stimmt. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also ja, weiter geht's. Sind, ob der jetzt gut oder böse ist, ne? Man sieht das auch in den Reactions, dass sie sich immer gar nicht sicher sind, ob die diesem kleinen Miesvieh trauen. Aber ich finde, Akt 5 zeigt schon so, Pete ist so eigentlich einer der schon, Guten. Eigentlich schon, ja. Ja, so wie du deine Mom letztens ausgeschlossen hast. Hä? Joe, ich glaube, da ist die echte Zahnfee. Endlich. Good luck, Pete. Die Übergänge immer sehr schön. Wir haben es geschafft, John. Hallo, Herr Zahnfee. Oh. Du schon wieder. Oh, krass. Hallo, Herr Zahnfee. Schauen Sie mal, ich habe die Zepter dabei. Großer Fan, by the way. Phipps. Phipps? Nee, John. Aber es geht nicht um Phipps, wenn Sie wollen. Was haben Sie mit dir gemacht? Also, lange Geschichte. Seitdem ich damals aus Nordkorea bin. Ach, jetzt erzählt, das habe ich vorhin gar nicht mitbekommen. John erzählt hier, dass er aus Nordkorea geflohen ist. Deswegen will die Zahnfee ihm später nach Nordkorea zurückbringen. Und die Zahnfee hat trotzdem zugehört. Ach, crazy. Sie hat ihm zugehört also. Deswegen, ich hatte das ja so einen Witz, weil sie sieht, John ist, sieht aus wie Koreaner, also schicke ich ihn nach Nordkorea oder so. Aber, okay, ich hab's mal aufgeschrieben. Ist ja ein netter Funfact, so hab ich mir gar nicht bewusst geworden, ja. Oh, was machst du da? Beeil dich! Nenn mich, wie du willst. Aber ich wollte schon immer mal einen cooleren Namen haben. Sowas wie Jimin. Ist nicht Jimin auch ein Name von BTS, von der Band? Ist es nicht auch einer? Ich muss auch nochmal aufschreiben, dass ich mal recherchiere, ob der so heißt, weil ich kenne mich an BTS halt gar nicht aus, aber Jimin, das klingelt bei mir irgendwas. Also von BTS, ja, der koreanischen K-Pop-Band. Pete, mach dich nützlich! Pete, du bist so sinnlos! Das finde ich so kacke hier. Das war die Szene, die ich nicht mag. Er hat sich für Joe eingesetzt, hat gegen den Osterhasen gekämpft, hat in den Weg dahin gezeigt, opfert sich voll auf. Und jetzt wird er bereit zu dieses Plastikding reingeschmissen, hier rein. Und von Joe wird er beleidigt, ist so sinnlos. Das ist so kacke, das regt mich so auf. Aber es ist jetzt, man, ist schon interessant. Also, Ruhn kennt diese beiden ja gar nicht. Da sind so zwei Fremde, die auf einmal sagen, wir haben ja einen Zepter. Und dann sieht er auf einmal Phipps, seinen Bruder, irgendwie gar nicht präsent, irgendwie gar nicht so richtig da, wie er eigentlich sonst ist oder sein würde. Seit Akt 3 Ende, wo wir diese Montage hatten und wir sehen Zahn für das erste Mal so hochgucken, seitdem freuen sich die Menschen auf dieses Zusammentreffen. Und dann kam noch Akt 4, dann kam noch Zahn für Spin-Off, wo wir sehen, okay, die kommen jetzt an. Dann Akt 5 Anfang, sie sind in dem Schloss, aber wieder nicht auf die Zahnfee getroffen. Und jetzt endlich so das erste Aufeinandertreffen zwischen Wächter und John und Ju. Ja, das war auch dann deswegen auch voll schwierig, das so soundmäßig zu inszenieren. Vor allem treffen nicht nur auf einen Wächter, sondern gleich auf zwei. Gut, den Osterhasen kannten sie vorher schon, stimmt, okay. Das nehme ich zurück, den haben sie ja schon getroffen. So, ne, weil da waren super viele Jokes. Teilweise haben wir auch manchmal Jokes rausgenommen, einfach weil wir gemerkt haben, diese Szene, die muss einfach diesen epischen Flair beibehalten eigentlich, weil das ist der Moment, auf den man sehr lange gewartet hat, so. Genau, das war echt schwierig. Da lagen ja teilweise 30 verschiedene Songs drunter und das waren 30 verschiedene Videos, so. Das ist auch immer so ein riesiges Thema, ne, bei uns. Voll, und was auch schwierig war, war das Drehen an sich, weil wir mussten ja mit Ju als Ju mit Bart drehen und Ju als Zahnfee ohne Bart. Das lag auch wieder Wochen. Stimmt. Gar nicht mal nachgedacht. Du musst ja der Bart wieder gewachsen von Ju.
Hey, crazy, ja, haben sie darüber nachgedacht, geil. Zwischen diesen Drehtagen hier am Garten mit verschiedensten Wettersituationen auch. Und das war echt eine Challenge. Den Akt 3-Shot, by the way, haben wir in einem Garten gedreht, wo es wirklich diese Steine gab, diese Obelisken. Und hier für die Sequenz, weil das nicht die richtige Location war, für die so großen Bilder haben wir dann die Steine nachbauen lassen. Aber du machst ja alles hier kaputt jetzt hier, finde ich. Warum? Das ist doch, das klingt ja wie ein Fehler. Ich habe ein Fenster gerade aufgeploppt, ich muss kurz ein bisschen zurückgehen, weil ich habe gerade die Hälfte nicht... Ich habe die Ecke unten schon gesehen, aber hier ist irgendwie ein Installations-Update-Fenster aufgeploppt. Habe ich nicht gesehen, aber ich habe es gesehen. Ein bisschen gestört gerade nochmal. In einem Garten gedreht, wo es wirklich diese Steine gab, diese Obelisken. Mhm. Und hier für die Sequenz, weil das nicht die richtige Location war, für die so großen Bilder haben wir dann die Steine nachbauen lassen. Aber du machst ja alles hier kaputt jetzt hier, finde ich. Warum? Das klingt ja wie ein Fehler. Nee, das zeigt, wie viel Mühe wir da reinstellen, wie wir das durchdacht haben. Sorry, wenn ich euch den Film kaputt gemacht habe, Leute. Nee, ist mir schon vorbewusst gewesen, das ist eine andere Location. Das sieht man ja auch ein bisschen, ja. Alles eine Illusion. Alles eine Illusion. Oh, scheiße. Die Tür. Cool, dass das eine Macht ist, die wir auch vom Osterhaus-Spin-Off kennen, diese Druckwellen. Die Stimmt, das war die Druckwellenkraft. Ich hätte jetzt so eine fette Messattacke gemacht und dann das Schutzschild zerstört, aber ich denke mal, Schutzschild ist jetzt kaputt, oder? Das ist komplett Rippchen jetzt. Das ist ja nicht mehr geschützt jetzt, denke ich mal. Gut, weiter geht's. Auf jeden Fall so ein Ding, was der Fips macht. Scheiße, die Tür. Das ist auch so geil, ne? Seit wir diese Drohne haben, ne? Die so Teelicht filmen kann, können wir so geile Shots machen, ey. Da grinst es ja. Guck mal, er hat auch einen Drohnenführerschein gemacht, ne? Also alles legal. Ist legal, oder? Legal. Aber wir haben einen Drohnenführerschein gemacht. Nicht wir, mit wir meine ich Dan. Also eigentlich Dan so. Ich hast du schon gemacht? Hey, was? Er hat den Drohnen wahrscheinlich erzählt. So, ja, ja, okay, alles. Ja, den habe ich natürlich. Also, falls jemand fragt, wir sind natürlich, haben wir einen. Es ist alles legal. Überall, wo wir fliegen, ist komplett legal. Cut. Wir fliegen. Boah. Geil mit dem Shake. Rainer! Julian! Ja. Wie kommst du hier? Geh nochmal zurück. Ich find das lustig, wie du so einfach bei Pete machst, damit er seinen Kopf bewegt. Hier, Rainer? Also, Rainer macht. Ah, stimmt, das ist jetzt erst dieses Ding. Man sieht das so voll, ne? Sieht so scheiße aus. Wie kommst du hierher? Der war so ein fliegender Ausländer mit Glatze und blauen Linien. Und dann bin ich einfach gerannt. Ich bin einfach nur gerannt. Ich habe Angst, dass er mich verfolgt hat. Der Mann im Mond. Wir müssen hier weg. Danke für. Ich finde es geil auch, wenn man so drüber nachdenkt. Dann weiß man, dass es der Mann im Mond ja gerade ist, der Rainer ist. Aber dass der Mann im Mond so gut Struppo wieder verkörpern kann, ich meine, er hat den fliegenden Ausländer rufen hören, das heißt, er weiß, dass er das so gerufen hat und das wahrscheinlich dann auch Struppos Wording ist so. Aber woher weiß er, dass er so auch so rechte Sachen so sagt auch und so auch so läuft? Hat vielleicht auch gesehen, dass er so läuft? Stimmt. Der hat vielleicht viel so gesehen. Weil ich weiß nicht, aber durch die Körperfusion auch was für eine Erinnerung oder von der Art Wesen des Menschen mitbekommt auch. Weiß nicht, weil zum Beispiel Kaya, der Vater von Julia, also Ufuk heißt der eigentlich, der hat ja ganz anders geredet plötzlich und ganz anders sich verhalten. Vielleicht, weil der Mann im Mond da nicht wusste, wie er eigentlich redet vorher. Obwohl er genug Zeit hätte, sich das anzuschauen und zu recherchieren, wie der redet. Naja, das ist halt so eine Sache, die ich mich auch so gewundert habe, so, aber das soll ja für uns nicht auffällig sein. Wenn der Rainer plötzlich ganz normal geredet, so, dann wäre es Ju aufgefallen, uns wahrscheinlich noch recht auch nochmal, ja. Für deine Hilfe, Rainer. Pause. Noch mal ein schöner Deus Ex Machina Moment. Finde ich so überraschend. Finde ich auf jeden Fall lustig, wenn man einfach nur darüber nachdenkt. Rainer ist ja zuletzt in Akt 4 einfach nur gerannt. Von Wabu weggerannt, dann meine Munkes sind davon weggerannt, einfach irgendeinen Wald rein. Ju und John haben so eine ultralange Reise über einen See, der verhext ist mit Monstern, mit Pete, der sie da hinführt, mit Monte-Abenteuer, bis sie endlich da angekommen sind und Rainer ist einfach nur gerannt und da einfach auch gelandet. Ja. Ja. Ist irgendwie funny. Ja. Aber natürlich. Stimmt ja, ohne die Tür auch. Einfach random da angekommen, nach dem Rennen. Wäre es auch ein bisschen unlogisch, für Rainer dahin zu rennen und zufällig dazu aufzutauchen, aber natürlich wissen wir, dass dahinter jemand anderes steckt, der Mann im Mond natürlich, und er kann fliegen und er kann überall hin, wo er will. Aber kann er auch fliegen, wenn er ein Mensch ist?
Weiß ich gerade gar nicht, oder? Haben wir nicht gesehen bisher. Und das Geile ist halt auch, der Mann im Mond entwickelt sich auch so ein bisschen, ne? Also wenn er sich halt verwandelt in einen Menschen, meine ich. Wie er da die Body Snatches. Genau, also man hat bei Kaya gesehen, als Kaya war er einfach der Mann im Mond und hat sich damit irgendwo auch verraten. Mhm. Und das heißt, jetzt Level Up, Learning, ich muss diesen Menschen studieren in irgendeiner Form und ihn so gut wie möglich imitieren, dass ich nicht mehr auffalle. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Danke für deine Hilfe, Rainer. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Um Himmels Willen! Schnell! Sie kämpfen durch. Schön gerannt wieder. Oh, jetzt war einfach da hinten. Das ist schnell gerannt, wa? Was will der überhaupt von dir? Ich will meine Tasche. Ich will das Gesicht. Nimmst du mir? Ich bin doch frei. Ja. Hier hat Sean mir geschrieben, bei Instagram, Grüße. Der hat mir geschrieben, dass er Sorge hatte, dass man ab hier schon checkt, dass Rainer der Mann im Mond ist, bei der Stelle, weil Rainer die Tasche zugeworfen haben worden will oder so. Und mir ist es halt gar nicht so bewusst gewesen, weil man weiß ja nicht, man denkt, der Rainer ist ganz normal und denkt so, ja, fragt erstmal Ju, was er überhaupt von dem, was er überhaupt will von ihm, die Tasche, wirft die zu mir, ich kümmere mich drum so. Also ich check schon, dass ich glaube, da wären wir nie drauf gekommen, dass das jetzt in dem Moment der Mann im Mond ist, oder? Ich weiß nicht, ob jeder von euch das dann in dem Moment gecheckt hat. Ich jedenfalls nicht. Du. Soundeffekt. John. Rainer! Ja, ich bin auch gespannt, was jetzt Judas so sagt, weil die Stelle ist ja auch ein bisschen sass so auch, ne? Also ich werde auf meine Analyse wieder mal genauer drauf eingehen. Einmal genau die Stelle mal Kopf behältigt, mal so, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Ja. Alter, was geht? Was geht? Was war das denn? Eine Szene, in der Ju und John nicht nur das erste Mal auf die Wächter treffen, sondern auch Ju und der Fremde das erste Mal miteinander in Berührung kommen. Aber irgendwo auch jemand anderes. Der Mann im Mond. Vieles stimmt. Trifft hier aufeinander. Die sind auch zum ersten Mal, dass der Fremde da ist. Stimmt, dass er existiert. Richtig. Das ist sehr krass. Voll die Schlüsselszene, so, ne? Wenn man darüber nachdenkt. Also, Dan denkt da, sie sitzt da gerade und denkt sich, stimmt, krass. Die sind ja voll intelligent, diese Jungs. Ach, krass. Oh. Ich finde es generell auch immer cool, wenn man das dann halt dann als Zuschauer geguckt hat, dann das zweite Mal guckt oder zum achten Mal guckt und dann einfach weiß, dass Rainer ja nicht Rainer ist. Dass man das mit anderen Augen nochmal sieht. Ja, und das Krasse ist halt, wir haben auch diese Reaktion von Stroppe. Wir haben unzählige Reaktionen von ihm, ne? Weil das so schwierig war, genau diesen Moment zu finden von, dass man es halt nicht spoilert, nicht verrät, doch ein bisschen aber anteasert, dass es halt zweimal watchbar ist, so. Dann haben wir uns dann später für den Shot entschieden, der so ein Ticken bisschen mehr verraten könnte. Genau, ein bisschen weniger reiner ist, weil wir auch dachten, okay, der Mann im Mond würde ja... Nö, also... Da muss man schon wirklich sehr genau hingucken, um das dann zu sehen. Also für mich ist das Ganze mal eine Reaktion mit, oder ist gerade ein Fremder gewesen, so, was war das? So ungefähr wäre das so. Gut, das ist, schon Rainer würde ein bisschen mehr ausrasten, würde sagen so, oh mein Gott, was war das? Stimmt, wenn wir drüber nachdenken, stimmt, haben sie schon recht. Ja, okay, ich stimme dazu, ja. In dem Moment jetzt wirklich, der ist dem Gesicht sehr nahe gerade, Ju will gerade rüberwerfen und er würde ja in dem Moment jetzt auch nicht die Rolle Rainer spielen, sondern selber überrascht sein von der Situation. Bringt er hier ganz gut rüber. Aber mal was anderes. Wusstest du, dass Stroppo die Haare auf der Glatze tätowiert hat? Ja, das ist krass, ne? Das ist crazy, ne? Ja, ja. Ich habe ihm neulich einen Lob gegeben dafür, dass er eine sehr schöne Glatze hat im Gegensatz voll. Zu... Voll. Egal. Das ist auch krass, hat die Ohren, ne? Ja. Die Ohren hat er auch vergrößert. Im Gegensatz zu wem? Wollte er gerade Thomas sagen? Also als ich ja damals beim Dreh dabei war zu Akt 3, da ging es auch viel um meine Glatze, weil ich musste ja meine Cap abziehen, weil die mussten ja dann diesen Aluhut ja drauf, mir draufsetzen, ne, den hier. Und dann haben die natürlich meine Glatze auch gesehen. Und da haben Thomas und ich also viel mit meiner Glatze geredet und dass ich ja noch mehr Haare hinten habe und so. Und er das ja nicht mehr so hat. Thomas hat hinten fast gar keine Haare mehr. Und dass ich ja theoretisch auch nach Istanbul gehen könnte, um das zu machen. Und dann haben sie mich auch so ein bisschen mit überredet indirekt. Die haben mich gesagt, mach das jetzt. Aber die haben gesagt, ja, vielleicht, wenn ihr das sagt, so, eigentlich schon eine Idee, die ich machen könnte. Deswegen bin ich auch nach Istanbul gegangen, um meine Haare machen zu lassen. So, nicht nur deswegen, ich habe schon immer überlegt, aber die haben auch so ein bisschen noch mich da noch so ein bisschen argumentiert, das zu machen. Ich glaube, Joe selbst hat auch mitgeredet, glaube ich. Ich habe auch so gesagt, Istanbul, mach doch. Und da war ich noch so ein bisschen so überlegen, skeptisch, aber dann haben sie sich überredet. Dann habe ich noch den Creator-Code von Joe bekommen. Nein, Quatsch. Oh Mann. Jo! Oh, scheiße. Weg, Hase.
Schnell, folgt mir! Hier ist es nicht sicher. Mein Freund Juice ist aber weg. Rainer? Juice verschwunden. Da auch. Hier entlang. Aber was mit Ju? Ja, stimmt, die Reaktion von Rainer ist auch weird gerade, ne? Dass der so redet zu Juice. Schon Daddy sagt so, wahrscheinlich wäre Rainer. Rainer ist so, Ju ist verschwunden. Wahrscheinlich so geredet, ja. Das war ein Tenzin, Alter. Das war immer so ein. Oh, auch jetzt interessant. Der Ostas ist draußen. Am Ende von Akt 5 ist ja auch die Zahnfee draußen. Also werden die wahrscheinlich in Akt 6 zusammenstoßen. Und vielleicht wird dann durch die Alchemie der Ostas wieder zurückverwandelt. Ein Ding, das war so schwierig zu schneiden, weil immer, wenn wir es uns angeguckt haben. Das muss ich auch mal gerade aufschreiben. Okay. Haben, waren wir mal so gefesselt von dieser Szene. Mhm. Und dann haben wir nie einen Schnitt. Oh nein! Nein! Er hat Angst. Ja, was eine coole Szene, irgendwie so hat es einfach gut funktioniert. Weil ganz ehrlich, so dieser ganze Teil heißt bei uns Befreiung, dieses Kapitel. Das kann man auch manchmal so reindroppen. Es war schon sehr kompliziert, ne? Wie schon gesagt, hatte verschiedene Drehtage mit verschiedenen Charakteren, alle zu nicht selben Zeit und dann mal Regen, Sonne und so weiter. Ja, mal Ju mit Bart, mal ohne Bart, ja. Das war schon sehr kompliziert. Sehr, ja, sehr kompliziert. Ohne Privis auch. Ja, ohne Privis, ne? Also dieses Vorgedrehte und so. Deswegen eigentlich sehr, sehr happy, dass es dann doch sehr gut noch funktioniert hat. Oh, stimmt, das war, wir mussten einmal abbrechen, weil da dieser kranke Regensturm war. Boah, ja, Alter. Und das war dann noch so voll der Downer, weil so Zahnfee-Make-up dauert immer so 4 Stunden. Ich will jetzt nicht so rumheulen, so, aber es hat 4 Stunden gedauert. Ich habe ein bisschen rumgeheult, weil es dann geregnet hat und dann können wir halt nicht drehen. Dann war es halt dann wieder so umsonst. Mhm. Aber wir waren ziemlich schlau. Wir haben dann quasi gesagt, nach einem Drittel Dreh, weil das war ja direkt neben dem Schloss. Und dann dachten wir, hey, wenn es jetzt regnet, dann lass doch vielleicht schon mal reingehen, weil das Set schon stand für den nächsten Drehtag. Und dann haben wir einfach schon mal ein bisschen weiter gedreht vom nächsten Drehtag. Aber trotzdem ist das so ein Drehtag, wo man dann so mal 4,5 Stunden verliert. Ja. Ne? Und das hittet dann schon echt gut rein. So. Deswegen aber trotzdem, ne, es ist schon immer sehr geil, weil das Privileg hat man nicht immer so. Wenn bei so einer, wenn die Produktion so über nochmal doppelt so groß, dreimal so groß wäre, dann kannst du nicht einfach machen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es dann so einfach ist. So, so umzuziehen, meinst du? Ja, einfach mal umzuziehen und sagen, okay, wir ziehen jetzt was vor. Da muss ja auch alles andere stimmen. Da darf nichts vergessen sein, weil die Location ist ja auch weiter weg. So. Ja, Problem-Solving, ne? Film ist einfach Problem-Solving. Auftaumodus aktiviert! Oh, das ist auch ein, manche denken sich vielleicht hier so, weil es ein neuer Shot ist. Hey, König. Geil. Wow. Oder soll ich eher sagen, Und der Klimawandel kommt immer schneller. Was machen wir jetzt nur? Captain Jerky ist nicht zu erreichen, der Freestrahler ist kaputt. Jetzt kann uns nur noch... Also war jetzt wirklich das Raumschiff nur eingefroren worden? Nur für die eine Purpose, für einen Zweck, dass Tino sieht, dass es ein eingefrorenes Mammut ist. Sonst war das sinnlos, eingefroren zu sein. Vielleicht ein bisschen Zeit verschafft, dem Jerky und so, dem Training und sowas, aber sonst mehr nicht. Darf ich aber ganz kurz einwerfen, was mal damals hier gedacht war, auch wenn wir das selten machen, aber das hier war einer der allerersten Szenen, die wir eigentlich dieses Jahr euch präsentieren wollten, dachten wir letztes Jahr, als wir es gedreht hatten. Deswegen hatte Julia gesagt, oh, es hat sich angefühlt wie ein halbes Jahr, weil wir dachten, ein halbes Jahr später kommt dann dieses Video. Das ging ganz anders. Das war dann, kam erstmal mehr als ein halbes Jahr und dann kam einfach Zahnfee, dann kam Akt 4 und jetzt kommt es erst. Ja, ja. Die Szene wird auch geschoben einfach die ganze Zeit. Richtig, so. Und fühlt sich halt nicht mehr an, ein halbes Jahr jetzt auch. Ja, genau. Und deswegen haben wir ihren anderen Satz gegeben mit dem Klimawandel kommt immer schneller. Und der Klimawandel kommt immer schneller. Ah, deswegen passt der Mund doch nicht zusammen. Ach, crazy. Weil die sagt hier, halbes Jahr, aber der Ton wurde dann anders drüber gesetzt. Ach ja, das muss ich mir auch nochmal als Notizen. Auch ein kleiner, leiser Funfact. Ähnlich wie bei dem mit dem Isa und Dings aus dem letzten Akt. Ja, sorry für diese stillschweigenden, ich tippe irgendwo hin in die Ecke, aber ich nutze die Zeit hier in der Reaktion auch gleichzeitig. Das habe ich in den letzten Videos auch mal gemacht. Also ist nichts Neues für euch, denke. Ja, und dann kam einfach Zahnfee, dann kam Akt 4 und jetzt kommt es erst. Ja, ja. Die Szene wird auch geschoben einfach die ganze Zeit. Richtig. So. Mhm. Fühlt sich halt nicht mehr an wie ein halbes Jahr jetzt auch. Ja, genau. Und deswegen haben wir ihren
anderen Satz gegeben mit dem, oh, Klimawandel kommt immer schneller. Der Klimawandel kommt immer schneller. Was machen wir jetzt nur? Captain Jerky ist nicht zu erreichen, der Freestrahler ist kaputt. Jetzt kann uns nur noch... Hä? Wow. Ein kleiner, gruseliger, nicht fremder Junge retten. Ein eingefrorenes Mammut habe ich mir aber anders vorgestellt. Kleiner Junge, bitte hilf uns hier rauszukommen. Da, direkt vor dir auf dem Control Panel. Da kannst du die Kraftfelder ausschalten. Der hier. Das war der Falsche. Sorry. Ich wollte immer so mein ICQ öffnen bei der Szene. So. Ja. Cool. Da ist auch wieder Julias. Cool. Cool. Was liegt denn stimmt. Da? Stimmt. Ich wusste, der Spruch kommt mir bekannt vor irgendwo. Ja. Muss ich auch direkt aufschreiben? Sorry. Sagen, das ist da? Der Freestrahler. Ah, das ist Freestrahler. Okay. Das ist ja. Extra. Das ist der Freestrahler, ja. Ist ja doch da abgelegt. Ja. Kontinuität. Stimmt. Danke. Da funktioniert doch nicht, aber kein Freeze to Need genau. Mehr drin ist. Freeze to Need, Alter. Das sag ich mal gar nichts zu. Ne? Das hätten wir mal einfach nur als Platz halt reingeschrieben, ja. Aber da waren wir irgendwie so. Aber jetzt ist es einfach so bei. Es gibt auch. Ja, Ju-Fandom Wiki. Es ist einfach so ein eingetragenes Ding. So, ne? Ja, denk ich mal. Ist einfach, das war ein schwacher Moment von uns. Auf jeden Fall. Ey, aber so ein Moment hat genauso hat auch James Cameron mit seinem erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht, Avatar. Im Skript hat er geschrieben, die Substanz, die auf dem Planeten Pandora abbauen, ne, die die Menschen haben wollen, die hatte Namen. Und hat er im Skript geschrieben, in seinem ersten Skript, der Einfachheit halber nennen wir es mal Unobtainium, von wegen nicht erreichbares Material, damit ihr versteht, was ich meine. Im Film sagen die auch die ganze Zeit, wir müssen Unobtainium abbauen. Hat einfach dieses Wort benutzt, obwohl es eigentlich so albern ist, das Wort für ja. Die Substanz. Ach so. Das ist aber geil. Ist mir gar nicht drüber nachgedacht. Wie ist es im Deutschen eigentlich? Sind die das auch so? Weiß ich, ich habe Avatar nur auf Deutsch geguckt. Doch, in den zweiten Teil auf Hawaii auf Englisch, aber da sagen die nicht mehr so viel über den Stoff, glaube ich. Bei uns ja, auch so. So genial wie James Cameron. Aber das war genial. Zu loben die ganze Zeit. Das ist Hass genauso genial. Das Schwierige, was wir hier haben eigentlich, ist eigentlich der Boy. Also ich finde eigentlich schon, dass sie mit diesem JCU eigentlich schon sich mit James Cameron vergleichen können. So Detailgrade und so Sachen, auf die hingedeutet wird später, das gibt's ja in keinem anderen Film von James Cameron, oder? So krass detailliert, mit Aufbau in die Richtung und so. Solche Filme gibt's so selten. Mir fällt auch kein anderes Projekt ein, wo das so krass ist, außer vielleicht Zurück in die Zukunft, so die Reihe. Da gibt es auch so ein bisschen so Momente, wo ich sage, das ist eh nicht so geil, wo damals aufgebaut wurde, was dann drauf hinlust, gerade so Zeitreisenteil, gerade der zweite Teil und der erste im Vergleich. Also, aber jetzt so, Doctor Who auch krass, auch so in die Richtung, aber so gut, wie es JCU macht, ist schon eine Seltenheit so. Mir fällt jetzt nicht so viel ein, jetzt die das so ähnlich gut drauf haben. Muss ich schon sagen, ja. Tino, weil er wird auch von Woche zu Woche immer erwachsener, ne? Und wegen Tino auch, ne? Dann deswegen, ja, perfektes Bild. Haben wir auch in Akt 4 die Szene, wo er Mammut ankommt und dann sagt, oh, ein eingefrorenes Mammut, weil er sucht ja seinen Vater in einem eingefrorenen Mammut. Die Szene wollten wir auch letztes Jahr eigentlich schon drehen, also zusammen mit diesen Szenen. Die sind alle vom letzten Jahr hier mit Tino. Haben wir einfach letztes Jahr nicht mehr geschafft. Und dann auf dieses Jahr verschoben, hat er einfach jetzt, erstmal sah der einfach schon älter aus, also schon 30 Jahre älter quasi, aber hat auch die Haare kurz gehabt. Da dachten wir, ja, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir einfach die Kapuze aufgezogen. Das ist Filmmagie. Ja. Ich hab's kaputt. Also. Wann hat es eigentlich angefangen, dass wir uns selber so feiern? Wir kritisieren uns die ganze Zeit nur jeden Tag. Und nur in der Reaction sind wir so. Ja, das ist genial. Einmal ja. So, auch nur hier herrscht dieser Frieden vor. Ne? Ja. Sonst sagen wir immer, oh, ist das wack, ist das kacke. Und hier ist also. Gut gemacht, Kleiner. Wir müssen Snaggles aufhalten. Er will eure Bewohner alle zu Ratten verwandeln. Die Energieversorgung seiner Rattenkanone lässt sich über den Maschinenraum ausschalten. Dort müssen wir hin. Und was machen wir mit den ganzen Wachen? Ich hatte da schon eine Idee. Lieutenant Rose? Sie ist ausgebrochen. Hinterher! Stehen bleiben! Weil die Szene aus dem Raumschiff mussten sie alle schon letztes Jahr gedreht haben. Weil das Raumschiff wurde ja abgebaut letztes Jahr im November, Dezember, glaube ich. Das heißt, seit November, Dezember sind diese Aufnahmen gedreht worden. Muss man drüber nachdenken, ja. Halt! Ja, wie Ju und John ja so sagen, ja, ja. Also wie Ju gesagt hat, meine ich, ja. Haben wir dich! Hi! Hä?
Das ist nicht Miami Rose. Die sieht völlig anders aus. Aber guck mal, hier wollten wir uns auch einfach nur unnötigerweise herausfordern, ne? So nach dem Motto, okay, Julia und Miami Rose, sind die eigentlich so stark in Character? Dann switchen wir doch mal die Klamotten, gucken, ob die immer noch funktionieren. So. Mm. Hat auch funktioniert, so, weil Julia das einfach so gut macht, aber das war so ein Durcheinander in der Orga. Ja. Ne? Da stand immer Julia in Klammern, aber Rose. Und dann Rose aber mit Julia, Klamotten, Tattoo, nicht machen, Wunden haben, aber nicht haben. Und das war so, Alter. Ja. Stimmt, das Tattoo hat die ja auch nicht. Sieht man das in der Aufnahme gleich? Weiß ich gar nicht, ob ich trinke Miami Rose baufrei? Weiß ich auch gerade gar nicht, ja, aber ja. Stimmt, stimmt, aber als Julia hat sie dann das Tattoo nicht. Stimmt, so rum. Als Miami Rose hätte sie das, aber das hat sie angezogen. Als Miami Rose hat sie... Ihr wisst, was ich meine, hat es ja nicht. Null. Hey, pain, pain. Es war immer so, wir gucken uns Julia an, im Rose. Man auch darauf achtet, aufs Tattoo. Das habe ich auch nicht so drauf geachtet. Und mal gleich mal aufschreiben. Miami Rose als Julia kein Tattoo. Gibt ja auch irgendwie Sinn, ne? Weil sie es ja nicht hat. Klamotten und sagen so, was ist das jetzt richtig? Das war so. Ja. Müsst ihr euch vorstellen, in der Trello haben wir immer Labels für eine Person Julia und dann Julia Double. Und das gibt es natürlich auch für Rose. Und dann gab es aber auf einmal gab es so Julia als Rose Double noch zusätzlich. Und wir hatten da, wo zwei Labels hingehören, hatten wir auf einmal so 8 oder so. Ne? Wir sind selber nicht mehr durchgeblickt und die arme Orga hat auch richtig drunter gelitten. Ich muss sagen, wenn ich das sehe, ich vermisse dann manchmal doch das Raumschiff. Ne? Ich habe zum Ende letzten Jahres habe ich es irgendwie so ein bisschen hassen gelernt, weil wir so viel da waren. Es war so heiß teilweise. Anstrengende Drehs. Aber jetzt sehe ich das und denke immer, ah doch, doch, ist ein schönes Set. Vor allem, wenn man es so lange nicht gesehen hat in der Form, den Korridor und so. Toll. Ja, erstmal jetzt, glaube ich, den Korridor wieder gesehen. Seit letztem Jahr haben wir natürlich alles, was ihr im Raumschiff seht, haben wir letztes Jahr gedreht, weil es ja nur letztes Jahr gebaut war und stand. Ist ja abgebaut worden. Kann ich mich so hinlegen? Das ist auch cool, ja. Aber ich finde es auch, wo du meintest, also, dass man da so durch den Korridor rennt mit ihr, irgendwie direkt so ein geiler Vibe. Wenn man wieder mal so denkt, Production Value und einfach schönes Design. Ich habe eine Überraschung für euch. Und zwar jetzt. Jetzt! Okay. Gut gemacht, Muff. Wie fandest du es, als du es erstmal gehört hast, diese Metal-Mucke? Ist geil, ist geil. Vor allem, wie gesagt, auch diese Referenz zu Yondu aus Marvel, auch geil mit dem Pfeil. Ja. Das ist lustig. Weil Josh und ich hatten mal diese Mucke ausprobiert, dann haben wir mal so ein Screening hier gemacht, da haben wir so Side-Eye-mäßig geguckt, ob es ankommt. Aber war so, große Reaktion war nicht, da war ja, ich voll verunsichert so, danach. So Peter und so hat gefehlt, ich glaube Dan, so, die Leute hätten, glaube ich, echt noch mal ein bisschen mehr drauf reagiert, als die Leute, die gerade da waren und vielleicht den Vibe nicht so gefühlt haben. Das hat auch mal so verrückt, wenn wir so ein Screening machen, dann gucken wir ja auch immer so voll mit diesem analytischen Blick, wo sind Fehler, ne? Und das ist eigentlich fast manchmal gar nicht genießbar, so irgendwie so einen Film zu gucken. Merke ich jetzt gerade noch mal, ist eine ganz andere Stimmung. Aber hat keiner bei der Szene gelacht, oder? Doch, es gab so verhaltene Schmunzler, wir haben uns so vorgestellt, weil für uns war das ein Geniestreich, so ein süßes Wesen im Kontrast zu setzen mit dieser Musik. Also ich finde, also man muss lachen, aber ich glaube, die Musik war jetzt nicht so, sollte ja nicht so im Vordergrund sein, oder? Ich kann diese Musik nicht im Vordergrund sein. Also es hat Spaß gemacht, was soll ich denn sagen? Spaß gemacht ist der kleine Bruder von Huren. So, sonst seid ihr beiden gescheitert mit dem Song dann in dem Moment. Ich fand's sehr lustig. Für mich war es auch bei irgendeinem Film eine Überraschung und dann fand ich es sehr lustig. Wahrscheinlich habe ich auch nicht krass gelacht, weil wie du gesagt hast, war ich auch in so einem Analysemodus, aber ich fand es überraschend lustig. Oh, ich liebe auch diesen Soundeffekt, also generell Sound. Geil. Design. Sah aus, wenn man genau hinguckt, wie so eine Art Riss, der sich aufschaut in die Realität, man sich kämpft so rein, so. Ist voll geil. Ist auch geil geworden. So, ne? Was zum Teufel? Wo bin ich hier? Hä, hey, sehe ich jetzt erst. Sind es hier irgendwelche Skistöcke oder so? Ist aus wie so Skistöcke, aber platt gemacht oben. Für die Skihütte, die so ein bisschen so ein Vibe, ja. Diesen Soundeffekt, ne? Also generell Sound. Design ist auch geil geworden. So, ne? Was zum Teufel? Wo bin ich hier? An einem sicheren Ort. Und wer bist du? Offensichtlich dein Retter. Und was willst du von mir? Ich will dasselbe wie du, Julian. Ich will den Mann im Mond aufhalten.
Aber ich muss John retten. Und Rainer. Ich muss hier raus. Bring mich zurück! Vielleicht beruhigt es dich ja, wenn ich dir sage, dass alle, die du je gekannt hast, bereits seit 1000 Jahren tot sind. Was? Das beruhigt mich kein bisschen. Das geht gleich vorbei. Zeitreisen sind sehr belastend für den Körper. Ich muss hier weg! Dass er auch einfach so naiv ist und nach dieser Zeitreise quasi dann, wo er weiß, er ist irgendwo anders, jetzt plötzlich ihm ist schlecht, dass er einfach aus dieser Hütte rausrennt. Ich hätte erstmal Sorge, dass es irgendwie unsicher sein könnte. Hätte sein können, dass draußen keine Atmosphäre ist und er vielleicht direkt erstickt oder sowas. Keine Ahnung, weiß man ja nicht, wo der gerade ist. Was? Das würde ich an deiner Stelle nicht anfassen. Was ist das hier? Diese Anomalien sind gefährlich. Ich halte sie nur zu Forschungszwecken. Hey. Aus gutem Grund. Bleib fern von mir! Was bist du? Versuch dich loszureißen. Du schaffst das. Auch crazy, dass so eine bunte Bohne ist, ne? Nicht so eine Farbe hat die, sondern so verschiedene Streifen drauf, ein bisschen crazy. Genauso wie das Zeitportal, was ihn da wegfrisst, ja. Das ist einfach so ein Space-Adventure noch geworden. Ich finde das ganz geil, weil das ist so, das ganze Science-Fiction, das kommt ja natürlich auch ein bisschen kürzer so, ne? Weil ich fand damals den Xobai-Planeten auch so geil, einfach der hat so viel Spaß gemacht, auch mit diesen Tauchermasken und so, dieses Wegrennen, das sind Aliens und dann ballern die rum und so. Und hier wurde man halt nochmal so irgendwie zeitlich entführt so. Und es sieht manchmal so ein bisschen so eher künstlerisch aus, das Ganze, aber es hat irgendwie so seinen Charme. Vor allem, weil es auch so, glaube ich, für die meisten sehr überraschend kommt auch, ne? Weil man kennt ja so die Orte, man ist viel in der Natur, Schloss von der Zahn, viel Raumschiff kennt man auch so ein bisschen, aber plötzlich ist nochmal ganz was anderes zu sehen. Das ist, glaube ich, auch irgendwie erfrischend und so ein bisschen wieder mal Production Value auch so ein bisschen gesteigert. Ich hatte immer so ein bisschen Doctor Who-Vibes, als wir es so entwickelt hatten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Doctor Who. Doctor Who, beste Serie, die es gibt. Ja, man, guckt Doctor Who wirklich, Leute. Das ist wirklich die beste Serie. Fangt am besten an bei Prime Video. Da könnt ihr für 4 Euro den BBC-Channel holen. Und dann könnt ihr alle Staffeln gucken. Von 1, also 1, bis Staffel 13, glaube ich, war das. Guckt alles durch. Und dann erst Disney Plus gucken. Dann erst Disney Plus die Staffel gucken. Weil Disney Plus, was Doctor Who dort ist, ist erst Staffel 15 oder 14 oder so. Das würde ich nicht empfehlen, da einzusteigen. Guckt Staffel 1 von 2005 damals. Also Prime Video, BBC-Channel, 4 Euro. Guter Deal. Alle Staffeln sind da drin, alle. Ich renn davon, doch weiß nicht, wohin, denn lass die Zeit frisst mich ganz langsam auf. Gefangen in der Timeline. Ich will doch noch frei sein. Ich will nur hier raus. Das ist auch so eine geile Line. Gefangen in der Timeline. Ich will doch nur, weil der ist ja in der Timeline, irgendwelcher Timeline bei ihm Jahre in der Zukunft so gefangen da. Aber wir von uns bei Instagram-Feed, ne, scrollen jetzt auch durch die Timeline, sind voll gefangen. Stimmt, so da drin ja. Und, so. Und ich will nur hier raus. Was das Krasse ist. Stimmt, das ergibt auch voll Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. Auch wieder so ein Song. Die Songs bei der Songs der Bohne-Akten ist eh immer, dass man so diese Thematik nimmt und die so nichts mit der Serie zu tun hat, aber in dem Moment auch irgendwie dann passt. Das ist bei allen Songs gewesen, dass man auch abseits der Serie hören kann. Ja. Wie haben wir das gemacht? Das ist nicht nur Greenscreen, sondern das ist eine Virtual Production, auch eine Sache, die ich neu kennengelernt habe. Ja, das Krasse ist, ihr müsst euch vorstellen, normalerweise dreht man vor Greenscreen und dann später in der Post baut man irgendwas rein, muss es ausschneiden und sowas. Bist sehr eingeschränkt in der Kamerabewegung, weil alles musst du tracken, wo sich ein bisschen was bewegt. Das machen wir meistens Stativ, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen in der Post und Geld. Aber hier war das so, du bist im grünen Raum, du guckst durch die Kamera und siehst aber auf der Kamera einfach eine andere Welt. Und das Krasse ist, sobald du die Kamera bewegst, dann bewegt sich auch der ganze Raum. Also du bist wirklich durch die Kamera blickend einfach in dem Raum drin. Und das Krasse ist, wir haben mit Daniel Peter dieses Musikvideo gedreht. Und Daniel Peter ist so ein Mensch, der denkt, der sieht geilen Shit vor der Linse und kann den unfassbar geil einfangen. Sei es Tänzer, sei es eine geile Location. Daniel Peter hat uns immer gesagt, ey, für das Artemans-Video, wir brauchen eine geile Location. Bitte nicht so alles vor Greenscreen, weil dann weiß er gar nicht, was er genau machen darf überhaupt, ne, vor so einem Greenscreen. Und die geile Location hatten wir dann halt digital. Wir haben diesen Weltraum gebaut, mit der Hilfe hier von Jamie, von dem Studio und Unreal Engine mit ganzen Nebeln im schwarzen Loch. Und das Ding ist 360 Grad. Also egal, wo du von unten nach oben, von oben nach unten, von links, rechts, alles ist da, live. Und dadurch konnte Daniel Peters quasi durch die Kamera gucken und seinen eigenen Stil
reinbringen. Weil das Witzige war, wir haben ja gedacht, komm, wir haben so einen Blick in die Ferne und dann filmen wir. Aber dann geht er einfach so ein bisschen, warte mal, ich gehe mal um Drew herum. Da ist ja auch noch was zu entdecken. Oh, krass, was ist denn da oben? Und dann plötzlich filmst du einfach, wie du es fühlst und was du entdeckst. Und das hat diesen ganz eigenen Vibe gegeben. Das war schon also auch was komplett Neues für uns alle. So, ne? Ich kannte das noch gar nicht. Das ist geil, die Unreal Engine dafür zu nutzen. Das ist echt eine geile Idee, finde ich stark. Das ist wie diese Walls, die man ja kennt, von Mandalorian zum Beispiel, drehen, was ich manchmal ein bisschen kritisch finde, weil man so diese Tiefenschärfe nicht gut hinkriegt manchmal bei Settings, was teilweise auch sehr misused wird. Gerade nur im Avatar der Serie, gerade die ersten paar Folgen, sieht man das richtig krass, dass die nicht wirklich dort das Set gebaut haben, sondern mehr so ein bisschen ab irgendwo hinten dann alles gleichmäßig blurry wird. Aber bei so einem Weltraum-Ding, da ist eh alles so weit weg. Da kannst du es gut machen bei sowas. Aber wenn die jetzt, würden die das nutzen jetzt für alle möglichen Szenen, würde es direkt auffallen, würde wieder komisch aussehen, ja. Nicht so, ne? Es wurde ja einfach komplett direkt in die Kamera eingespeist alles, ne? Genau, es ist einfach drin dann. Du filmst es wie echt. Ich glaube, am unspannendsten ist das für, glaube ich, die Person, die im Greenscreen steht, weil die sieht nur grün, nichts. Mhm. Alle anderen sehen ja das Bild. Wirklich alle, ne? In der Timeline, ich will doch nur frei sein. Ich will nur hier raus, 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 raus. Und hier eigentlich ist auch lustig, diese Pose. Ja, diese Embryo-Stellung. Ja. Die habe ich dann nochmal irgendwie Peter gesagt, bitte reinnehmen. Sieht so lustig aus, sieht so. Das passt auch schön zu dem Text irgendwie. Ja. Aber das war einfach Safe so, Space, weißt du? Ich muss mir vorstellen, ich war 180 Grad gedreht. Ich war auf so einem Bock, ne, auf so einem Ding, so einem Zylinder saß ich so. Und ich konnte aber mein Rücken war am Arsch. Dann war ich so einfach so in dieser Pose die ganze Zeit. Hab gewartet, bis er loslegt, weil es so lange gedauert hat manchmal. So, weil ich so besprochen habe. Im Weltraum hört dich niemand schreien, Freunde. Amen, Bro. Was soll ich sagen? Zitat. Okay. Zitat von welchem Film? Weiß ich nicht. Ben, hilf mir. Herr der Ringe. Richtig. Yeah. Herr der Ringe. Im Welt hört dich niemand schreien, Herr der Ringe. Perfekt. Ja, ich erinnere mich an die Line. Ja, genau, kann er vor, ja. Und ich stehe dafür nicht gegangen. Boah, dann habe ich auch gemerkt, so, also, als Köln und ich das geschrieben haben, waren wir beide voll Depri. Hätte es überhaupt jemand gejuckt, hätten wir nie gelebt. So. Aber voll deep irgendwie so. Bangen in der Timeline, ich will doch nur frei sein. Ich will nur hier raus, 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 raus. Da bin ich raus. Gut gemacht, Julian. Ich wusste, du würdest das schaffen. Was ist das hier für eine Scheiße? Wo bin ich hier? Willkommen in meiner. Auch diese Line so spannend. Also, mein Theorievideo wird wieder ein bisschen wild, aber es sind ein paar Sätze vom Fremden, die einen schon zum Nachdenken bringen, auf jeden Fall, ja. Heimat. Willkommen am Ende der Welt. Boom. Boah, schau, wo du lebst da, halt mega ätzend. Ach, richtig deprimierend, passt eigentlich zum Song. Und seine Aussage so, willkommen in meiner Heimat. Und die Heimat ist einfach so ein zerstörtes Nichts. Der Arme. Ja, wirklich. Kein Wunder, dass der immer so sich verdeckt, weil er seine Tränen damit immer verdeckt wird. Das primäre Netzwerk der Waffensysteme. Mal sehen. Wenn ich den Quantenverschlüsselungsalgorithmus umgehe und die Nanosekundenlatenz des taktischen Netzwerks abfange, dann könnte ich die Plasmakonduktoren überlasten und die Fusionskapseln auf... Ja, man sieht hier an den Augen von Julia, dass sie abliest. Ne? Das sehe ich jetzt beim zweiten Mal gucken erst, dass Julia hier die Sachen abliest. Ich dachte schon, ihr hättet das alles auswendig gekönnt, was Julia total zumutet, dass sie das auch auswendig sprechen kann. Aber man kann ja sehen, dass sie so Text verfolgt mit Augen, also abliest, ja. Nullspin kalibrieren, um so Zugang zum Kontrollknoten zu bekommen. Auf 10 Uhr lernen, dass die Quasi-Neuronen, bevor sie überhaupt ein Körpermaterial bilden. Das ist doch so ein richtiger Satz für Dan, oder? Ja, Dan denkt sich doch geil, Digga. Ich überleg gerade so, hä, das ist doch gar nicht schlüssig. Was erzählen die denn da? Los, Captain! Oh, schön zu hören, dass sie noch leben. Ja, sie auch. Ich habe einen Plan. Mit etwas Geschick kann ich mich in das Waffenkontrollsystem der Rattenkanone einhacken. Ja, aber ich habe einen besseren Plan. Okay, Sie sind der Captain. Lieutenant Rose, jetzt habe ich Sie! Das ist aber der beste Cameo ever. Nur noch Crew-Cameo. Aber es wäre so geil gewesen,
Also jetzt meine honest opinion hier. Aber cool, dass da auf jeden Fall Daniel Peter da jetzt vorkommt. Ich glaube, das ist der ein Team von Drew, die so verdient haben, vorzukommen. Aber es wäre so geil gewesen, wenn ich jetzt wieder gewesen wäre und dann nochmal abgeschossen wäre von Julia. Ich wäre gerne mal 4 Stunden hingefahren, ganz ehrlich. Mir hätte es nichts ausgemacht. Ich wurde nicht gefragt, aber ich hätte es trotzdem geil gefunden, nochmal vorzukommen. So, als wäre ich nicht tot gewesen, sondern komme nochmal vor und werde nochmal erschossen. Das hätte ich hardcore gefeiert. Ich hätte es gefeiert, ich wäre gerne mal hingefahren. Ich habe meinen Aluhut ja noch hier, ich hätte mitbringen können einfach. Aber ja, es ist auch okay. Auch okay, voll okay. Da habe ich im Moment extrem an mich gedacht, auch weil er nach auf dem Boden liegt und dann auch meinen Satz nochmal sagt mit, ich habe sie nicht mehr geliked. Ich weiß nicht, ob mein Satz auch so im Outtakes-Video drin ist vom Akt 3. Aber es musste ich auf jeden Fall auch sagen auf dem Boden dann, ja. Dieses Armband, ne? Das kann auch irgendwie alles. Ich sprich gerade noch mit ihr da rein so. Jetzt kann sie aber auch noch Laser dann schießen und alles. Aber das hat ja auch. Handy kann auch 1000 Sachen. Eins hat das auch noch. Ja, aber es kann kein Laser schießen. Wasserstrahl und so. Ja, ich höre gerade hier auch von der Regie. Regie hier und Producer. Ich sollte nochmal über den Kamera sprechen, hier, liebe Freunde. Und auch mal erstmal alle zuhören, bitte, was er sagt. Und ich habe noch nicht mal das Video geliked. Und das ist auch der Moment, wo ihr hier auch mal ein Like da lassen könnt. Ja. Das ist einfach Le Floyd. So viele Leute stimmt. Gesagt. Wenn der hier so liegt, sieht er echt aus wie Le Floyd. Stimmt, wenn der hier so liegt. Hätte auch Le Floyd machen können. Auch ein cooles Cameo gewesen, noch was offen ist noch. Das ist Daniel, unser DOP, mit dem wir halt sehr viele geile Bilder machen. Und dann da waren wir da bei diesem Dreh und dachten so, ey, du. Du versteckst dich nicht komm hinter mal der her, Kamera. Komm mal her. Ja. Komm mal mit dir vor. Das war so lustig mit ihm, weil er halt sich die ganze Zeit so der hat sich vor sich selber weggecringed die ganze Zeit. Das ist nicht einfach. Und er meinte auch irgendwann die ganze Zeit so, das darf meine Freundin nicht sehen. Aber wir alle haben es schon seiner Freundin geschickt. Ja, ja. Das war so lustig, ey. Muffi, jetzt hast du mir meinen Liebesbeweismoment geklaut. Julia! Sowas hat noch nie jemand für mich getan. Okay, zurück zu meinem Plan. Rose, noch da? Ich finde das voll geil, dass das echt so aussieht, teilweise so eine Raumstation. Mhm. So eine NASA-Raumstation irgendwie. Und das ist die einzige Raumstation, die wir jetzt nicht im Raumschiff gedreht haben. Die haben wir dieses Jahr gedreht. Und da haben wir halt natürlich die Möglichkeit, ich glaube, das mal komplett aufzubauen oder irgendwelche Gänge zu bauen. Und dann haben wir hier einen sehr, sehr coolen Keller gefunden, der komplett mit so recht modernen Sicherungskästen, whatever das war, ausgestattet war. Und das sah einfach aus wie so ein so Raumschiff. So das bisschen, ist ja ne? Unter dem Ort, wo ich Zivildienst hatte. Im Luisenhospital, also im ich weiß gar nicht, was es ist, Lüftungskeller oder sowas. Und ja, vielen Dank an André und Johannes dafür. Wir haben auch im Luisenhospital schon mal gedreht für die Zahnfee, wisst ihr noch? Genau. In der Gang da, wo dort das Placement gemacht wurde mit Lurkgirlie, ja. Wo White auf Lurkgirlie ja. trifft. Richtig. Auch ein paar Etagen da drüber. Da habe ich schon mal Kotze weggekommen. Alter, wie ich das alles weiß hier. Ich sag ja, ich sag alles auf wie ein Schwamm. Zivildienstzeit, schwere Zeit. Krass. Oder wie die mich gehänselt haben, die Schwestern da. glaube ich. Ja, das mussten die müsst ihr alle gar nicht mehr machen, Zivildienst. Wir mussten noch zum Bund. Nee, oder Zivildienst halt. Ja, cool, wie alt wir sind. Ja. Scheiße, hör mal auf. Hör mal auf jetzt. Okay, ja, ist krass. Es ist nicht das Raumschiff, aber es passt. Es ortet sich gut rein ins Raumschiff. Es könnte ein Ding sein, ein Teil sein. Ja, ich meine, aus Star Trek und so kennt man ja auch, dass diese, oder Star Wars, ne, Star Wars eher weniger, wohl ein bisschen, dass diese Räume unter den Decks dann meistens auch ein bisschen so aussehen wie ein Keller bei uns heutzutage. Ich habe zum Beispiel auch mal die Ehrenmänner parodiert, so ein Rassau, Science-Fiction-Gedöns gemacht, in irgendeinem Intro, ich glaube, Ehrenmänner Teil 2 oder Teil 1, müsst ihr meine Reaktion mal gucken. Da habe ich einen kleinen Sketch gedreht davor, fast als Einstieg des Videos, was durchgehen lassen können. Aber da habe ich auch die Raumschiffszene im Keller gedreht von meinen Großeltern. Also auch ähnliche Idee auch, ja. Sein. Ja. Und noch ein Fun-Fact. Übrigens, fällt mir gerade auf, wo ich das Bild so sehe. Julia hat ja kurze Haare gehabt, als sie das gedreht haben. Ja! Ey, Julia ist auch immer eine Überraschung, ne? Mit was für einer Haare die kommt. Was oh, oder schwarze Fingernägel auf einmal. Immer die so gelbe. So. Und ich sag immer so, oh nein! Immer so, ich hab jetzt schwarze Fingernägel, ist okay. Und wir so, nein, das ist Julia. Julia ist so. Aber im Endeffekt war es ja dann sogar, hatten wir quasi Glück wieder im Unglück, dass das einfach die Baby Rexa-Perücke ist, die John getragen hat. Ja. Genau, echt. Ach, echt? Ja. Ah. Ja, das weißt du gar nicht. Ja. Nicht. Und die hat voll gepasst. Wir haben uns die alten Bilder angeguckt und dann, genau. Hätten wir immer geben können. Ja. Ey, Echthaarperücken, ne? So mein Grind geworden. Mm. Ich liebe Echthaarperücken, ey. So. Das klingt so falsch irgendwie, nee, als würdest du abends so im Bett. Ich glaube, nächstes Jahr werde ich Echthaarperücken alle, sammeln. Alle, die da in dem Requisitenraum sind, so zusammennehmen. Ja, weil die das haben, das ist, ja, aber ganz ehrlich, wir haben 12 Jahre lang mit so Billigperücken was gemacht. Mm.
Und Echthaarperücken ist immer so, wenn es darum geht, dass wir nur Echthaarperücke holen, dann ist es immer so voll so ein Fest einfach, weil es das halt geil aussieht. Du kannst halt aufsetzen und das sind halt wie echte Haare einfach. Aber warum willst du die dann sammeln? Ja, kann ich immer so eher anders sein. Zurück zu meinem Plan. Rose, noch da? Ja, ich finde, was er sagt. Ich bin ein bisschen neidisch so auf die ganze Frauenwelt, die dann theoretisch einfach so ihre Haare mal wechseln können mit einer Echthaarperücke. Klar, es ist teurer. Aber bei Männern ist es ein bisschen schwieriger, so eine Perücke aufzuziehen. Weil ich zum Beispiel will jetzt keine langen Haare irgendwie haben. Ich will jetzt nicht wie Thor aussehen. Ich hätte ja, es gibt auch natürlich für Männer Perücken, aber es ist schwieriger, weil die müssen auf den Kopf geklebt werden. Das darf nicht so krass auffallen. Wenn es geklebt wird, dann ist es auch schneller, geht schneller kaputt, die Perücken und sowas. Musst du neue holen. Ich habe mich auch informiert. Ich habe auch überlegt, ob ich vor meiner Transplantation vielleicht doch lieber eine Perücke so hole. So heißt ja eigentlich nicht Perücken mehr. Das heißt ja, wie heißt es jetzt? Irgendwas Englisches, weiß ich nicht mehr genau. Hair-System oder so. Und da musst du jedes Jahr halt ein neues holen. Und das kostet jedes Jahr halt auch Geld. So also um die 1.000 bis 2.000 Euro jedes Jahr für zwei Perücken, weil die Perücken halten nur ein halbes Jahr. Und die halt viel benutzt. Und bei Frauen musst du einfach theoretisch so ein Netz nur anziehen, Jahre da verstecken, Perücke auf, fertig. So, die halten dann für ewig wahrscheinlich, weil du nicht kleben musst. Und das finde ich ein bisschen neidisch so. Verliebt! Weg! So Zahnfee. Aber was ich auch witzig fand, in einem frühen Schnitt, Rohschnitt von Akt 5, war alles noch ein bisschen messy und so ein bisschen tricky und hat nicht so richtig funktioniert, manche Übergänge von Szene zu Szene. Und dann haben wir gedacht, ah, irgendwie krass, wir sind die ganze Zeit so in so geilen Locations, aber wir haben so wenig große Bilder von draußen irgendwie. Und dann haben wir einfach unsere Outtakes durchgeguckt, wie wir es so oft machen, und gemerkt, hey, wir haben ja noch von Zahnfee-Spin auf ganz viele Drohnenshots, die der Martin einfach mal so ein bisschen Freestyle-mäßig gesammelt hat. Dann haben wir irgendwie so zwei oder drei, glaube ich, drei Stück davon hier eingebaut und plötzlich ist das Ding wieder doppelt so teuer geworden. Also vom Look. Hier geht er durch. Dann kommt ihr wieder nach Hause. Danke für eure Hilfe. Was? Nein! Jetzt brauchen wir deine Hilfe! Das ist so krass, wie sich das durchzieht, ne? Ja. So lustig irgendwie. Auch so ein Gag, der so einfach nebenher passiert. Ich finde das so cool. Ja, das verfolgt mich einfach. Aber die Sache ist so. Zahnfee hat die Tür zu Nordkorea nur aufgemacht, weil John ja gesagt hat, ihm das ja erzählt hat da bei der Befreiung am Anfang. Nein, jetzt brauchen wir deine Hilfe. Ist mir gar nicht so aufgefallen beim ersten Mal schauen, weil so leise im Hintergrund geredet wurde auch, ja. Du wurde gekidnappt, wir müssen wieder zurück. Dein Freund ist nicht mein Problem. Aber er hat das Gesicht von meinem Mond. Du lügst. Du lügst. Nein, ich lüge. Du lügst. Warte, wirklich, das Gesicht! Woher weißt du vom Gesicht? Wie hast du es eigentlich gemacht, John, dass du so schwebst? Also ich finde, hier sieht man es schon ein bisschen, aber die Sachen davor, wo es so hoch geht, die finde ich richtig cool. Das wirkt so richtig real. Power, ne? Und hier sieht man natürlich am Fuß so ein bisschen, dass ich auf etwas stehe. Aber weil du den rechten Fuß noch bewegt hast, finde ich... Von meinem Mund. Du hast das Gesicht per Post bekommen. Vor allem, weil ich so ein bisschen wacke, sieht man schon, dass ich darauf verstehe. So. Gesicht von meinem Mund. Du hast das Gesicht per Post. Ja, jetzt, weil ich was gesagt hat, fällt mir es auf, ja. Ja, ist mir vorhin auch so aufgefallen. Komm, von der Raumschiff-Crew. Nur wenn man genau hinguckt. Gesagt, weil ich war tot. Das klingt wie der größte Bullshit. Ich weiß, aber an einem Lagerfeuer hat das Gesicht zu Julian gesprochen und gesagt, ihr seid Brüder und habt sein Gesicht rausgerissen und habt seine Frau verbrannt. Boah, ich muss immer so, wenn man es weiß, ist es halt nochmal krass, ne? Ja, voll. Weil hier, ne, es ist ja immer noch Eos, Mann im Mond, der gerade in Rainer steckt, der auch das allererste Mal hört, dass John am Lagerfeuer bei Akt 3 auch noch mitgehört hatte. So, ne? Das ist jetzt nur eine kleine Side-Info, so, aber... Ach so, den Fakt fand ich gar nicht so krass. Ich find eher den Fakt cool, dass der Typ einfach, über den John redet, einfach daneben steht. Ja, das auch. Das Gesicht zu Julian gesprochen und gesagt, ihr seid Brüder und habt sein Gesicht rausgerissen. Aber ist so geil, er hört so zu und denkt so, also weiß das, er weiß das. So, das ist irgendwie... Fast schon eklig, so, ne? Die reden über meine Mutter, ist so nervös und er könnte nicht näher sein gerade, ne? Ja. Was ich auch interessant finde, ist, dass dieser Part mit dem Bullshit und so, das war eigentlich eher ein lustigerer Part, ganz am Anfang im Skript. Aber mittlerweile ist es schon, auch mit der Musik und so, ist eher eine spannende Szene geworden. Voll. Wir haben uns echt bei manchen Sachen ganz klar verabschiedet von der Comedy, so, weil eigentlich war die Szene ja ursprünglich gedacht, dass sie sich immer wieder hochreißt, so, und das wäre dann so jokey gewesen, dann bist du aber auch abgelenkt von der Geschichte, ne? dann lachst du, aber während du lachst, kannst du nicht so gut... Ja, ich meine, die Geschichte ist ja tragisch mit dem Gesicht und mit der Freundin und so, was sie verbrannt wurde und so. Also ich check schon, dass das
dass das dann hier seriöser, also ernsthafter, besser rüberkommt, ja. Rein in so tiefgründigere Sachen, wie was jetzt hier zum Beispiel auch viel wichtiger ist gerade, ne? Ja, ich finde auf jeden Fall gut, dass wir uns so entschieden haben, so im Nachhinein, weil ich glaube, das ist schon eine sehr coole Szene, so. Habt seine Frau verbrannt! Du hast das Gesicht auch gesehen? Das kann nicht sein. Dann habt ihr also wirklich mit dem Mann im Mund gesprochen? Ja. Ich muss ganz kurz sagen, muss ich mich selber heute einmal loben. Es gibt keinen, der besser aufs Maul fliegen kann, wie ich, Alter. Ja. Also bist du hochgesprungen und hast dann noch mit den Füßen in der Luft so also das, den Boden gesucht. Ne? Das kann ich, cool, Alter. Aus, wenn, wenn es eins gibt, was ich kann, dann ist es das. Was willst du? Was? So viel bist du, ist der John dir wert, 5 Cent. Ja, das ist für die Leistung. Immer wenn er gut acted, kriegt er. Aber es ist auch so krass, weil du probst es ja nicht, ne? Du übst es. Also ist die Frage auch geklärt, ob John bezahlt wird. Ja, er wird bezahlt. Pro gute Szene, 5 Cent. Ist auch nicht. Nee, ich übe es nicht. Nichts, du machst. Aber wenn man so meine Statur sieht, würde man auch nicht denken, dass ich das kann, oder? Ja. Also es ist wie so eine Hummel. Ja, aber das ist ja nicht mal so, dass wir, okay, wir machen das gleich und John übt schon mal, stretcht sich, wärmt sich auf, gar nicht. Er steht einfach nur so da. Nee, ich kann es auch nur einmal und danach sind meine Knochen gebrochen. Ja, und dann, wir machen es manchmal so, eigentlich meistens dreimal, das ist immer der erste. Ja. Deshalb wollten wir zu dir, um das Gesicht hier in Sicherheit zu bringen und uns in Sicherheit zu bringen. Sicherheit? Ich bin wieder raus. So lustig, wie sie so hoch springen. Zahnfee, du bist endlich wieder zusammen. Oh, und wir haben wieder Gäste. Viel mehr hat nicht mitbekommen, dass sie sich vereint haben wieder. Hat sie ja nicht gesehen anscheinend. Als Kellerassel. Ich habe meine Reaktion sehr auf Kakerlake gesagt, aber sie ist ja eine Kellerassel, ja. Geil, das wird auch eng da oben. Minty, es war so schlimm, weil ich hatte die ganze Zeit Höhenangst. Boah, muss der schwitzen. Der tut mir echt leid. Meta, du. Ich bin wieder tot. Ich bin wieder tot. Juhu. Willkommen zurück, Ray. Krieg ich ein Autogramm? Nein. Ja, ich glaube, da könnt ihr beide zu was sagen, zu Rays Synchro. Ja, das war sehr cool. Wir hatten ja damals, habe ich schon erzählt, in der Reaction von Zahnfee, dass wir genau eine Stunde hatten mit Santiago Ziesmann das Ganze aufzunehmen. Und das war echt knapp getimed, weil wir halt so viel Text hatten. Aber er ist voll Profi, hat das komplett durchgezogen. Und zwar so krass durchgezogen, ich wollte es damals noch nicht verraten, weil das vorweggenommen hätte. Aber dass wir immer noch Zeit hatten, Sätze aufzunehmen. Ein paar Sätze, die wir uns random in dem Moment, Sean und ich haben da Regie gemacht, überlegen mussten. Und Akt 5, die Szene war noch gar nicht fertig geschrieben. Das heißt, wir mussten einfach überlegen, okay, was könnte er sagen, was könnten wir noch mit einbauen, damit er als Charakter das Potenzial hat, wiederzukommen. Wir haben also ganz viele Laute und Worte von ihm aufgenommen, unter anderem das, was ihr gerade gehört habt. Und dass das so gut matcht, also das war die andere Herangehensweise. Erst Sätze aufnehmen und dann anhand der Sätze scripten und nicht umgekehrt, wie man es sonst macht. Und hat sehr gut geklappt, oder? Ja, sehr gut. Ja, habt ihr gut gemacht. Ja, voll. Aber wir wussten bei Zahnfee schon ziemlich genau, wir werden die in Zahnfee am Ende nicht mehr zurückbringen. So endet das. Offen und tragisch für die Zahnfee. Das ist schade, ne? Weil manche haben sich ja echt verliebt in die Charakter so. In Minty, Ray, Harry. Ja. Genau. Und jetzt gibt es noch Spin-Offs zu den ganzen Charakteren, ja? Seid gespannt. Eine 12-staffelige Serie von Harrys Reisen und da muss jemand schon in diesem schwitzigen Kostüm rumlaufen. Yeah! Da kann ich 5 Cent dann alle schon mal sammeln, ja? Das ist ein bisschen unbefriedigend. Man hätte es auch so stehen lassen können, aber wir wollten auf jeden Fall diese Sache abschließen, rund machen und auch dieses Satisfaction bringen im Zuschauer. Ja, aber auch dem Ruhn halt ganz klar nochmal so darstellen, also ihm ist die Hotelcrew was wert, ne? Das Erste, was er macht, ist sie wiederzubeleben, so, ne? Das erzählt ja auch was über deren Gemeinschaft aus, so. Genau, und deswegen war es uns das auch dann wichtig und dann hat das alles ganz gut zusammengeklickt. Ja, es war hardcore, weil es dann auch so mal so ein Doppeldrehtag war, so ein bisschen gefühlt, aber da müsst ihr wissen, so, das war draußen, raus aus dem Skript, zeitlich gesehen, einfach kriegen wir nicht mehr hin, nicht mehr organisiert und so weiter. John nochmal in Kostüm, also John zu überreden, nochmal in das Kostüm reinzugehen von Harry, ne? Das so heiß ist, dass man so eklig darin schwitzt, ne? Da hat, ich glaube, Sean und Josh, ich habe ja eine Woche gebraucht dafür, den John zu überreden, so. Nee, ich wusste doch so nicht mal. Boah, Sean hat den Move des Jahrhunderts gemacht, weil Sean hatte Geburtstag und hat sich dann das von John gewünscht. Kann ich ja nicht nein sagen, Alter. Das ist so gemein. Das war ein einziges Geschenk von euch. Und deswegen sagt John da auch so, boah. Sean hier, gewieft hier, aber geil, aber sehr geil.
Arm, er muss richtig schwitzen, ne? Weil das genau deine Gedanken waren. Geil. Ja, ja. Und wie Josh erzählt hat, wir hatten dann auch schon die Stimme von Santiago Ziesmer für Ray. Und Minty musste man halt auch mal fragen, ob sie Lust hat, nochmal einen Drehtag mitzumachen. Und das haben wir dann auch direkt verbunden mit ihrem kleinen Hero-Moment als Kellerasse schon. Ja. Was auch ein cooler Setup und Payoff ist. Weil gerade diese Kellerasse-Situation ist ja einfach nur ein geiler Running-Joke gewesen in Zahnfee. Ein geiler Fertigmach-Move von Dark. Aber dass das auch noch in dieser Kommunikation hilft, ist wieder richtig schön aufgegangen. Ja, ich generell sind ja einige Elemente. Ne? Auch Dark war hier einmal für einen kurzen Shot zu sehen, so, ne? Der einfach in ihm lebt irgendwie so richtig, aber auch gefangen war. So, ne? Oh, was ist denn hier passiert? Hier sieht's ganz schlimm aus. Keine Sorge, Harry. Die Hotelcrew kriegt das wieder hin. Also da kann man auch generell noch mal ein Like da lassen, falls ihr einen Harry-Spin-Off sehen wollt. So, nee, Spaß. Ja, außer wie ich gesagt habe, Spin-Off, ey. Ihr wollt es wirklich sehen, dann müsst ihr wirklich... Like da lassen. John, wie er guckt. Wenn wir mal Geburtstag haben. John hat gar keinen Bock. Unser Geburtstag wir sammeln unsere Geburtstagswünsche 3 Jahre lang. Jeder eine von Community uns. Von 6 Millionen haben alle den Traum von Ja, dann seht ihr mich aber 4 Jahre nicht mehr. Wir haben größere Probleme. Eos ist zurückgekehrt. Ja, mein Mond ist zurück. Roll um dein Leben, Ray. Oh, Ray, du bist wieder tot. Harry! Wie können wir dir helfen, Zahnfee? Dieser Blick von John ist so geil. Ich finde das so geil, ne? Diese Blicke generell. Ich habe eben noch Behind-the-Scenes-Fotos gesehen. So. Und diese Blicke, die Harry hat. Ne? Dieses Und der Mund, dieser Schweppes-Mund. Zeig mir nochmal. Schweppes? Das kann auch nicht John. Oder könnt ihr es auch? Macht das auch mal? Nee, ich kann das nicht. Nicht so aus wie bei John. Ich kann das nicht. Oh, ich kann es doch. Crazy. No. Nee, das so. Zeig nochmal. Könnt ihr das? Ja. Macht mal. Ich sehe es gerade selber nicht, oder? Ja, aber die Zuschauer sollen das mal machen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Ich glaube, wir sind alle vom PC machen so. Nelly. Ja, nee, das kriegen die nicht hin. Warum filmen die so tief? Warum war die Kamera gerade so tief in mein geiles Gesicht gesehen gerade? Was war das gerade hier? Ihr müsst euch in Sicherheit bringen. Harry benutzt jetzt seine gemeisterte Teleportationsfähigkeit, die er nun bestens beherrscht. Nichts wie weg hier. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Tschüss. Das gilt auch für dich, Minty. Verstanden, Zahnfee. Ich muss mich um mein Kind kümmern. Oma, Begupa. Kre, Pap, Mokuro, Katscha. Tja, darava. So makaber. Ja, voll, ich höre euch alle verarscht und die sagt da so voll die Schimpfwörter. Ja, wir haben die ganze Zeit John gefragt, so, wie soll die das genau sagen? Wie? Und du warst ja, warst am Telefonieren mit uns und du, ja, Dr. Mo. Und wir so, ey, Bruder, wir verstehen dich nicht, schreib's mal auf. Stimmt, du warst gerade in der Maske für Harry noch. Genau. Ne? Aber ich muss sagen, ich bin ja später nochmal hochgekommen. Ne, hier, Minty, wollte ich schon sagen, Phoebe hat das echt gut gemacht. Ja, voll, ey, das kann ja auch voll Korean einfach. Ne? Für mich jetzt. Ja, aber gut. Voll makaber, die hat einfach die Eltern umgebracht und nimmt das Kind jetzt so. Aber fühlt sich halt auch verantwortlich fürs Kind. Genau, jetzt. Irgendwie ist es trotzdem auch ein schöner Abschluss, nachdem sie sich so gegenüberstanden gekämpft haben. Ich glaube, die Kleine wird sich immer noch rächen. So, die baut jetzt Vertrauen auf zum Minty und irgendwann sticht sie sie ab einfach so. Ja, lasst ein Like da, wenn ihr diesen Spin-Off sehen wollt. Ja. Und übrigens ist mir aufgefallen, dass steht, wir mörteln euch. Ja, ist mir eben zum ersten Mal aufgefallen. Achso, ist dir aufgefallen, unten steht südkoreanische Weglaufgeräusche. Das ist sehr strong. Im Screening gestern das erste Mal gesehen, vorgestern, da habe ich totgelassen einfach. Und ihr kommt mit. Yes! Und wohin? Endlich. Es wird geerntet ohne Ende hier in dieser Folge. Hier wird richtig geerntet, ne? Und das ist eine Sache, wo wir dachten, okay, der Payoff kommt hier doch irgendwie gefühlt sehr spät, ne? Bei Zahnfee bauen wir das halt auf als Joke, aber irgendwie doch nicht. Okay, jetzt kommt Akt 4, vielleicht wird es erzählt. Akt 4, Tür 4, vielleicht, aber immer noch nicht. Und dann hat man es vielleicht sogar vergessen, man hat vielleicht aufgegeben, dass das nochmal erklärt wird. So, ne? Vielleicht einfach so ein Lost. Also bei Drew hätte ich es niemals aufgegeben, dass das passiert. Ich habe gewusst, dass er es auf jeden Fall nochmal irgendwie hervorbringen wird, definitiv. Idea, dass es einfach nur noch, ja, gestorben ist vielleicht. Und jetzt kommt es auf einmal. Da ist der Schlüssel, by the way. Der Schlüssel, der gefehlt hat bei Zahnfee hinter Ray. Sieht man auch die 4 da. Hinter Ray hat der gefehlt? Ist mir nie aufgefallen. Okay, crazy, das muss ich auch nochmal aufschreiben. Das ist mir, habe ich es erzählt in meiner Analyse zu Zahnfee? Ich glaube nicht, ne? Schlüssel 4 hat gefehlt. Crazy, hätte einfach jemand abnehmen können. Oscar hätte einfach der Zahnfee abnehmen können, der Schlüssel.
Muss ich nochmal genau angucken. Da seht ihr auch direkt den Shot in meiner Analyse dann nochmal, wenn es kommt, und Theorie und so. Wir sind in meiner Gegenwart. 1000 Jahre in deiner Zukunft. Du bist also auch... Ah, ich muss ja... Also, Black Frame ist schon mutig. Also so, mutig. Der ist sehr kurz, also ein bisschen, fühlt sich fast zu kurz an. Mhm. Ne? Wir sind... Aber doch funktioniert. Hat was. Ja, ja, ist ein neuer Art Black Frame, was die Länge angeht. Ja, sehr modern. Genau. Meistens sind die ja auch sehr, sehr lange eigentlich. Das ist jetzt der Bam Black Frame, so heißt der. Nee, den hat der Sean da eingebaut. Der war drin. Der Boo Black Frame. Ich hab mich gefragt, wer den eingebaut hat. Aber es ist eine ganz bewusste und kreative Entscheidung. Ja. Kein Fehler. Der fühlt sich ein bisschen zu kurz an, aber der ist eigentlich doch richtig. Also damit ist jetzt dieses Stilmittel erwacht eigentlich. Ja, genau, weil der ist so, die Spannung geht nicht so, die lässt sich ein kleines Fragezeichen so. Ja. War das bewusst, nicht bewusst? Ja. Ein Fragezeichen, dass wir so lange über diesen Blackframe reden. Deine Zeit ist ja noch mehr am Arsch als unsere. Tolle Zukunft. Wie konnte es nur so weit kommen? Alles hängt mit den Anomalien zusammen, die du eben gesehen hast. Sie breiten sich immer weiter aus. Boah! Bald haben sie das gesamte Universum verschlungen und damit alles zerstört. Ich finde es echt geil. Wir haben so eine Holzhütte und dann haben wir so, aber so technologischen Stuff da drin. Das ist irgendwie voll der coole Kontrast im Bild, finde ich. Das versuche ich bereits seit langer Zeit zu verhindern. Und was hat das mit dem Mann im Mond zu tun? Ewige Finsternis wird uns erwarten, wenn der Mann im Mond sein Gesicht zurückerlangt. Eine Finsternis, die das Ende dieser Welt einleiten würde. Und nun bezeugt mein Zepter, dass ein Freund es mit sich rumträgt. Wie kann das sein? Das kann nur bedeuten, dass... Nein. Es ist noch hier, wie seit 500 Jahren schon, ruhend in der ewigen Wiege des Schlafsandes. Warte, das heißt, es gibt zwei Gesichter? Wie kann das sein? Von wo kommt das andere Gesicht? Boah, das hat mir so lange in Secret gehalten, auch vom Team, ne? Ja. So, ich glaube so, das sind auch wieder diese Momente, ne? Dann hört man manchmal so von hinten irgendwo, von unserer Produktion, irgendjemand, der so, wartet mal! Oha! Ja, dieser Moment der Erkenntnis am Set kommt so von den Leuten. So super geil. Ja. Es gab aber auch so viele geile Theorien, finde ich, von den Fans. Was ist hinter Zimmer Nummer 4, ne? Was ist hinter Zimmer Nummer 4? Das war schwer dann so hinterm Berg. Und einer, der es herausgefunden hat, was Zimmer Nummer 4 ist. Einer, der es gewusst hat. Einer, der es gecallt hat. Schon im Geheimnis der Zahnfee. Schon Wochen vorher. Und eigentlich, die Theorie ist ja schon viel, viel länger von mir, dass es ein zweites Gesicht gibt, ne? Dass es noch eins gibt. Und die Theorie, da wusste ich nicht mehr, dass es Zimmer Nummer 4 überhaupt gibt. Das war zwei, drei Jahre her schon, dass es ein zweites Gesicht geben muss. Also, das, ich glaube, sobald man die Ehrenmänner sieht mit dem Paket, dieses Gesicht da drin ist. Ich glaube, seit da habe ich die Theorie gehabt, dass es ein zweites Gesicht sein muss. Ich glaube, da hatte ich es schon gewusst, weil es ja die Zeitreise gab und dann so, hä? Aber die, wisst ihr, das, wenn man genau nachdenkt, gibt es ja eine Möglichkeit, dass es ein zweites Gesicht geben muss. So, ja. Merkst du halt mit der Antwort. Es gab einen einzigen Mensch. Ich habe nur von, ich wirklich, habe, glaube ich, so 100 Theorien durchgelesen und so. TikTok, weil man, ne? Ja, Theorie. Genau. Es gab einen, der hat auf TikTok was gepostet. Das hatte voll wenig Likes, das war richtig. Krass. Und ich dachte so. Ja, Joe guckt meine Videos ja nicht. Der hätte schon längst gewusst, dass ich die Theorie schon hatte vor Ewigkeiten, ja. Die Theorie hatte ich auf jeden Fall schon lange, ja. Das ist so akkurat, irgendwie ist hier ein Spion. Ja, hier. Thomas hat diesen TikTok genannt. Ja. Das war recht akkurat, so, wo ich dachte, das habe ich euch ja geschickt. Und ihr so, hä? Wer hat es gepostet? Von uns, dachten wir so. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist das Geilste zu lesen. Das macht am meisten Spaß. Also ich muss echt mal so kurz Lob aussprechen. So, krasse Community überhaupt so. Einfach auch allein die ganzen Cosplays, die gemacht werden. Das ist der Wahnsinn einfach. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die sehen teilweise so gut aus auch. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die das hinbekommen einfach so. Weil die bauen das ja teilweise einfach komplett alleine so, zu Hause. Ja. Voll heftig. Auch krasse Theorien, die da irgendwie teilweise zusammengeschustert werden, wo ich echt denke so, interessant, würde auch Sinn machen, ja, in dem Status, in diesem Moment, in dem man sich befindet, könnte es Sinn machen. Aber auch so, ja, auch manchmal kranke Edits. So, irgendeiner von euch hat heute früher so ein Bild gepostet, wo jemand einfach Julia gecosplayt hat mit dem grünen Helm und so. Ja, im Pool. Das ist voll lustig. Ja, das ist echt crazy. Ja, das ist wirklich voll Lob.
irgendwie. Ja. Weil wir lieben die Charakter ja auch so sehr irgendwie, ne? Die sind uns ja voll ans Herz gewachsen. Mhm. So. Und dann ist es voll schön, sowas zu sehen. Ah, der Fremde hat noch niemand gecosplayt, ne? Ich hab auch immer gerade gedacht, so war. Das ist ja auch ein krasser Outfit. Jeffer, der läuft so über die Gamescom, Alter. So. Und dann macht er so echt so. Nicht von wo, von wann. Meine lange Suche nach dem Ursprung der Anomalien führte mich zu einem toten Planeten. Dort lebte nur noch ein alter, trauriger Mann. Er erzählte mir, dass dieser Planet einst voller Leben war. Es war die Erde. Doch Nein. er hatte sie zerstört und lebte nun gefangen in einem ewigen Kreislauf aus Reue und Schmerz. Er war der Mann im Mond. Er hatte die Welt zunichte gemacht und damit die Anomalien hervorgebracht. Er wollte nichts anderes als seine Taten rückgängig machen. Ich bot ihm Erlösung an durch eine Zeitreise. Mein damaliges Ich wird verstehen. Ich sorge dafür, dass er es bekommt. Also. Ist auch wieder so, wenn man genau drüber nachdenkt. Ne? Ich muss gerade aufschreiben, damit ich jetzt nicht vergesse diesen Gedanken. Ich hatte ihn zwar schon aufgeschrieben, ich bin nicht sicher, ob ich aufgeschrieben habe, aber ich schreibe ihn nochmal doppelt auf. Doppelt hält besser. Genau. Das wirft ein paar Fragen auf jeden Fall auch, ja. Das Gesicht hier ist aus dieser Zeit? Sehe ich deswegen die Zukunft, wenn ich es berühre? Richtig. Du siehst die Erinnerungen vom Mann im Mond aus dieser Zeit. Der Mann im Mond in deiner Zeit muss sein eigen... Ah, es ergibt jetzt auch voll Sinn, dass in der Vision man immer auch POV Mann im Mond gesehen hat. So, dass man so die Hand gesehen hat. Jetzt, das check ich auch jetzt erst. Weil man hat ja gesehen, wie er das Pergament so hochnimmt in der Vision. Man hat gesehen, wie er so macht. Man hat gesehen, wie June und John auf dem Boden tot liegen. Oder nur John halt im Moment tot ist. Weil das ja der aus Sicht von Mann im Mond ist. Weil das Gesicht ja das in Zukunft gesehen hat. Das ergibt auch so viel Sinn. Ja, klar, logisch, cool. Eigenes Gesicht aus der Zukunft anziehen. Dann sieht auch er diese Erinnerungen. Dann spürt er seine 1000-jährige Reue und den Schmerz. Dann wird er keine andere Möglichkeit sehen, sich selbst davon abzuhalten, die Welt zu zerstören. Ja, wir sind voll drin jetzt gerade. Obwohl wir es schon so oft gesehen haben. Ja, ne? Das ist so fesselnd. Immer wieder geil. Ja, das müsst ihr euch vorstellen, das ist ja wirklich so lange schon in unseren Köpfen einfach. Ne? Das ist für uns auch so ein Relief endlich, so, das endlich erzählen zu können. Also wenn ich es zum ersten Mal sehen würde, hätte ich halt einfach irgendwie noch mehr Fragen. So, ne? Ja, so teils. Viele Antworten, viele neue Fragen. So, ne? Also für die, die richtig drin sind, die kommen hier, glaube ich, voll auf ihre Kosten, was Antworten angeht. Voll, aber die gehen so durch eine Tür und sehen einfach so, hä? Genau. Also das macht jetzt wieder eine andere Tür auf, genau, ne? Das, was da gerade gesagt wird. Aber es ist diese Genugtuung auch einfach. Wir waren jetzt jahrelang immer am Säen. Und das ist so die erste große Ernte, finde ich, so von dem, was wir aufgebaut haben in unseren Köpfen. Warte, Dankfest. Ich meine, in die Vergangenheit reise und seinem früheren Ich einfach eine Respektschelle geben. Geht nicht. Zu riskant. Dann der Terminator-Move. Reisen wir in der Zeit zurück, wo er noch ein Kind war und geben ihm eine kleine Respektschelle. Geht nicht. Zu riskant. Hat das nicht... Okay, warte mal. Das muss ich nochmal aufschreiben. Weil rein theoretisch hat es der Fremde ja bereits schon gemacht, zurückzureisen, um ihm so eine Respektschelle zu geben. Also wie Juice ja hier auch gerade sagt, also... Er hat es ja theoretisch schon gemacht. Das heißt, im Sinne von zu riskant. Er hat es ja schon gemacht. Also... Vielleicht war es damals zu riskant oder so? Keine Ahnung. Interessant. Aber dennoch... Was hat der Peter wohl gesagt? Ja. Was könnte der gesagt haben? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich will es auch wissen. Endlich mal. Ah, auch der Fakt, dass er Pete versteht, der Fremde. Okay, auch sehr spannend auf jeden Fall, ja. Ich will es auch wissen, also vielleicht habt ihr die Antwort. Was mir auch gerade auffällt hier, wir haben ja jetzt einen Großteil von Akt 5 mit Daniel Ernst gedreht als Kameramann, als DOP, auch ultra geile Bilder. Und wir hatten hier in der Hütte, hatten wir Vidan wieder am Start, der auch bei Zahnfee unser DOP war. Also wir haben oft mit sehr vielen DOPs zusammengearbeitet, teilweise auch wegen letztem in diesem Jahr und so und Termin und sowas. Und irgendwie kommt voll viele
geile Kameraarbeit und Lichtarbeit zusammen von verschiedenen DPs. Also Daniel Ernst, Vidan, dann hatten wir Mo dabei, Angelo sind noch ein paar Shots drin. Ja, sind verschiedene Stile halt. Ne? Ich glaube, das sehen jetzt vielleicht viele nicht so, weil natürlich unsere DOPs gucken ja auch schon, okay, was habt ihr schon gedreht, wie kann man das matchen und so, aber man merkt schon, dass es ein Stil ist. Zum Beispiel haben wir auch gesagt, ne, Daniel Ernst hat, arbeitet viel mit Jib so, ne? Und wie dann zum Beispiel auch ganz viel mit Slider so und manchmal auch so Handcam und so, das ist voll crazy. Angelo ist viel hier Ronin so. Und viel Gimbal, genau. Viel Gimbal so. Marius haben wir noch gehabt. Marius hatten wir auch noch gehabt, ja. Und Mo ist einfach eine Kamera, ist eine Maschine, der braucht nichts außer seinen Körper. Zu riskant. Hey, du kannst doch nicht zu allen unseren Ideen einfach nur sagen, zu riskant. Wir können nicht einfach tun und lassen, was wir wollen, ohne meinen genauen Berechnungen zu folgen. Jedes Eingreifen in die Vergangenheit wird das... Das sieht immer aus wie so ein Zensierbalken. Ja, so, ja, weil Pete da einfach so naked oder macht da irgendwas, was man nicht sehen kann. Weißt du, was er da macht, dahinter. So heimlich? Ich der wackelt auch so. Warum habt ihr so einen schwarzen Fies, ein Rechteck da reingemacht? So. Was heißt, man denkt, er ist naked, er ist eh immer naked, aber ja, das wird da irgendwas... Ja, ein ständiges Mal. Aber das wollte Pete nicht machen. Die ganzen Payoffs. Einfach so, wow, was passiert hier gerade? Ja, ich dachte auch, so hat er so noch gecheckt. Jetzt, wo das gesagt wurde, finde ich es ja noch viel schlimmer. Der wackelt auch noch so. Schwarzer Brief. Ich finde es witzig, wir hatten irgendwann mal, auch in der Script-Phase, wie das so ist, entwickelt man ja so Szenen und schreibt den Fremden und Ju mit diesen ganzen ernsten Themen und Reveals und so wichtigen Story-Parts. Und irgendwann dachten wir so, ja, das ist auch schwer, irgendwie Comedy reinzubringen. Und dann haben wir so ein bisschen diesen Pixar-Move gemacht eigentlich so, oder ich weiß nicht, Disney, Marvel, was auch immer Move, aber dass man einfach so ein süßes Tier hat. Irgendwie hat sich einfach so ergeben, weil wir haben uns irgendwie gefragt bei der Befreiung, die war ja auch schon lange letztes Jahr im Skript, wo landet eigentlich Monsieur P? Ich glaube, wir haben den anfangs eher bei John gesehen. Und dann dachten wir, aber dann ist Drew eigentlich alleine. Und Drew ist sehr ernst. Und John ist eher lustig bei der Zahnfee, am Ende ist doch nicht mehr lustig so, aber... Dann haben wir halt Mr. Pete Drew gegeben in der Story und dann dachten wir, ey, wir müssen einfach nur ganz viele Sachen sammeln mit Pete, weil er lustige Sachen nebenher macht. Und irgendwie finde ich, das funktioniert gut. So. Aber ich finde, mit Songs of the Bone Arc 3 haben wir eigentlich schon Drew und Pete zusammengesettet. Ich finde, Pete war nie so ein John-Thema. Voll, ja, hast du recht. Also es war, muss, wenn, dann muss es so sein Drew und Pete. Weil John wäre auch immer gut zu Pete gewesen. Er hätte immer gesagt, ah, lass uns Freunde sein. Sonst wäre eher John gewesen. So. Ja, genau. Und Drew hat ihn immer gehasst. Und ich glaube, das hat diese Dynamik so geschaffen. Du hast immer wieder auch random. So. Obwohl er gute Sachen macht, hast du ihn dann wieder aus purem Hass einfach so, weil er früher von ihm Respektschelle bekommen hat. Was auch das Ende jeglicher Existenz bedeutet. Bam, hat man fast vergessen. Bald können die Bewohner der Stadt ihren neuen Herrscher willkommen heißen. Warum hältst du an? Das sind doch Leute im Weg. Da ist er wieder. Mein erster Satz, oder? Das erste Mal, dass er gesprochen hat jetzt, ne? In Akteur hat er gar nicht gesprochen. Hat er, genau. Wir lieben immer, wenn wir uns diesen Schnitt angucken, müssen wir lachen, wenn Andy ins Bild kommt. Das ist auch vielleicht für viele ein geheimer Cameo. Weil nee, das haben wir letztes schon mal erklärt. Haben wir schon gesagt, ja. Okay. Dann, Entschuldigung. Alzheimer kickt. Mein Bruder wird langsam Rentner hier. Aber findet ihr eigentlich Jasmin, die auch Teil unseres Produktionsteams ist? Ja, hier schreit. Unten rechts. Hörst du richtig so alter Humor von uns? Das ist richtig, so. ja. Es war voll lustig, wenn jemand so macht unten in der Ecke. Ja. Was sind das für Wilde? Hier ist Hunter, wir haben einen Unfall gehabt. Könnt ihr die Schleuse aufmachen, dass wir nur Ersatzreife leihen können? Justin, Selina, Beef Jerky. Verdammt, wir sind aufgeflogen. Dümmster Plan ever einfach. Plan A hat nicht funktioniert. Das ist ein richtiger Jerky-Plan. Über zum Plan C. Und was ist mit Plan B? Es gab nie einen Plan B. Gut, dann Plan C. König. Das ist jetzt so geil, wie der Beat reinkommt. Unsere Schutzschilde sind deaktiviert worden. Wir hatten Schutzschilde? Zeigen wir der hässlichen Ratte, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Also wir hatten Schutzschilde, war ja auch ein Spruch von Jerky auch selbst, ja, mit dem Schutzschilde. Ich habe es ja in meiner Reaktion schon gesagt, aber es kommt für die Analyse, kommt ja auch, ist ja auch Teil davon. Wenn wir auch nochmal reinmaken hier. Zack. Wir hatten Schilde. Schilde. Merkt man, dass Snaggles wie der alte Jerky vielleicht sogar ist. So. Weil er ja auch die Crew ihn auch anfängt, so ein bisschen zu misstrauen, vielleicht hinterrücks, was man nicht so krass gesehen hat, aber jetzt immer mehr wahrscheinlich zum Vorschein kommt. Shakedelic, Baby.
Boah. Ich liebe es auch immer so sehr, wenn die Musik, das haben wir so oft, ne, so oft Momente, wo die Musik halt auch immer so auf die 1 endet oder so, oder auf die 5 endet und so. Also ihr müsst euch vorstellen, so haben wir noch nie so richtig darüber geredet, aber diese Background-Music, ne, teilweise, wie gesagt, liegen da mal schon so 30 verschiedene Songs runter so, aber die werden auch so zercuttet, ne, die werden, teilweise werden Frequenzen rausgenommen, teilweise nutzen wir die Stems, das heißt, wir haben verschiedene Ebenen, die zusammen dann den Song ergeben und so. Wir haben, glaube ich, auch komplett diese Sound-Library schon auf unserem PC irgendwie mehrere Male runtergeladen. So. Das ist so insane eigentlich. Ich habe das Gefühl, es gibt keinen Epidemic-Song, den wir noch nicht gehört haben. Ja, nee. Wir kennen die auch bei Namen, wir kennen auch diese Interpreten einfach so. Wir wollen aufs Konzert von manchen. Das ist so krass, Alter. Ganz ehrlich, das wäre, glaube ich, der größte Traum von Josh und für mich, wenn wir so unsere Stars, unsere Ikonen ja, so mal so kennenlernen dürfen. Ah, du bist Ayo, krass, ja, ja, wirklich, zum Beispiel. Ganz kurz, nochmal zum Bild. Aber auch hier wieder interessant, wir haben die ganzen Sachen im Raumschiff, letztes Jahr schon gedreht, wie gesagt, der Brücke und sowas, wurde ja abgebaut und wir mussten da schon gucken, was halt auch Jerky und Loveboat und die Amische machen. Ne? Das mussten wir ja schon letztes Jahr schreiben, damit es zusammenpasst und haben das alles jetzt, weiß nicht, vor einem Monat oder so gedreht und haben natürlich jetzt in der Zeit dann trotzdem noch ein paar Sachen gepimpt und so ein bisschen lustigere Sachen reingebaut. Aber die Sache mit dem Holzpfeil war immer schon im Thema und so und wir haben quasi etwas neuer war jetzt die Idee, dass die so eine Art Reifenpanne haben mit diesen Baum-Holzklötzen da. Und um es so ein bisschen mehr nach dem Plan aussehen zu lassen und ein bisschen lustiger zu machen. Und dann waren wir so, okay, wir brauchen noch irgendwie so eine Holzkutsche, die zum Amischen passt. Und wir haben keine gefunden, wir haben keine bekommen, es war einfach zeitlich nicht drin und so. Und dann, als Josh und ich dann irgendwie so 2 Tage vor dem Dreh einfach nochmal die Location an sich setten wollten und so Vorbereitung machen wollten, stand einfach diese Kutsche da am Bauernhof. Und wir dachten so, Alter, ist ja perfekt. Die Besitzer, ey, können wir die eigentlich vielleicht, könnt ihr die für uns vielleicht auf das Feld stellen? Und dann meinten sie, boah, ja, also jetzt, wenn ihr nächste Woche dreht, oder in den 2 Tagen dreht, können wir das noch machen. Aber in der Woche ist sie weg wegen irgendwie einem Fest. Und einfach wieder so, einfach pures Glück gehabt, so, ne? Und wieder so Production Value. Und das Lustige ist auch, in dem Bild können wir uns gut sehen, die Idee, dass der Abraham mit dem Rollstuhl die quasi zieht. Ach so, boah, gar nicht gecheckt, krass. So ein kleiner Mini-Gedanke. Mit einem Holzpfeil! LOL! Nichts ist stärker als Holz. Stahl, Granit, Diamant, Ja, Quarz. Aber kombiniert mit einer Bombe. Ja, aber auch Holz ist hier nochmal krasser, weil wenn man darüber nachdenkt, dass jetzt auch hier getestet wird, dass Satelliten und so aus Holz ins All geschickt werden. Nicht mit Metall, sondern aus Holz, weil Holz im All wohl sehr robust ist und auch krasser robust ist und vor allem günstiger auch ist als herkömmliches Metall im All. So, ne? Also da Tech 15 gerade wirklich rum. Ja, ne? Du denkst, das hält mich auf? Vor allem, weil auch Holz im All nicht schimmeln kann. Holz im All, ne? Also es hat viele Vorteile, das mal zu benutzen. Scheiße! Mach ihn platt! Aus dem Weg, Leute. Babu, jetzt! Babu! Geil, Teamwork, jetzt. Ja. Es gibt so viel an so vielen Fronten. Was machst du da? Reingelegt! Und tschüss! Ich hoffe, sie schaffen. Die Musik finde ich ja so geil. Ehrenmänner-Outfit steht dir echt gut, Julia. Und nun lernst du meine dünnste Schnur der Welt kennen. Die beste Waffe, um ein Mammut zu Fall zu bringen. Und wo ist der Haken? Hier. Da. Oh, Volltreffer. Ja, ist ein schönes Wiedersehen, ne? Was mir auch gerade auffällt, ist das Blatt von Wabu nicht mehr grün, sondern braun? Ist er gealtert schneller? Fällt sich jetzt erst. Muss ich nachher nochmal genauer angucken, wenn ich die Analyse vorbereite und so. Aber das war doch vorher grün am Anfang. Oder habe ich versehen? Schade, dass das niemand gefilmt hat.
Ehrenmänner-Outfit steht dir echt gut, Julia. Und nun lernst du meine dünnste Schnur der Welt kennen. Die beste Waffe, um ein Mammut zu Fall zu bringen. Kann auch sein, dass wegen Greenscreen sie es braun färben mussten oder so, weil grün dann rausgekickt wurde. Kann auch so gut sein. Und wo ist der Haken? Hier. Wow. Da. Oh, Volltreffer. Ja, ist ein schönes Wiedersehen, ne? Die haben ja so damals schon so ein bisschen zusammengearbeitet, irgendwie so. Knuffwurfkanone bei diesem Bagger gegen ihren Vater. Ach, ich hab's. C war... Nee, B war frontal. Ich weiß nicht, was Plan C ist. Das ist dafür, dass ihr meinen Kupfer gestohlen habt. Ja, das ist eine geile Hommage an Star Wars natürlich, ne? Hier, wo der AT-AT zum Fall gebracht worden ist, von diesem Gleiter. Ja, das ist schwierig bei uns natürlich so, man sieht die Schnur halt nicht, ne, weil das so die dünnste Schnur der Welt ist. So. Aber deswegen war es wichtig, die auch in Akt 4 nochmal zu thematisieren, damit man sie wieder auf dem Schirm hat und hier kommt sie wieder zum Einsatz dann endlich. Blöd, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir irgendwie so ein Story-Explainer noch einfügen müssen, der das nochmal erklärt. Wir hatten sogar eine Zeit lang einen Charakter geschrieben, der hieß Story Mr. Explain Man, der hat immer so geredet. Irgendwie hat so diese, ja, weil wir dachten so, boah, da sind so viele Sachen, die hat man safe vergessen. Das ist ja auch immer wirklich ein riesiges Dilemma, was man halt so hat, wenn man quasi eine zweite Staffel anfängt. Aber den haben wir dann verworfen. Ich glaube, es war echt die beste Idee, den zu verwerfen. Ja. Ich glaube, der hätte gar keinen Spaß gemacht. Safe. Ja, Story. Von der Art ist ein bisschen was bei Wabu 2.0, wo der das erste Mal erscheint. Da steht er ja auch so, hat diese tiefe Stimme so. Das ist so ein bisschen noch das Überbleibsel von Story Explainment. Story Explainment muss ich irgendwie direkt an Cuscos oder an, wie heißt es, Königreich für ein Lama denken. Weil da kommt der Cusco selbst ins Bild und erklärt so ein bisschen die Story. Also auch so ein bisschen der Story Explainment so auf die Art. Wäre weird gewesen, ja. Hätte es einmal vielleicht machen können, aber nicht zu oft. Das wäre der Witz ausgelutscht gewesen. Alter, geil! Der Jerky aber nicht so. Folgt mir, meine titanischen Krieger! Eigentlich lustig, dass Abram auf dem Rollstuhl da macht also bleibt. Kommt er eigentlich mit oder nicht? So, ja. Das war der Moment, weil wir konnten euch nicht hören, weil wir hatten ja niemand mit Funke da. Mm. Und dann meintet ihr, lauft, lauft. Und dann, als wir so kurz bevor wir laufen sollten, meinte der Chris, also Abram, ne, der meinte so, soll ich mitlaufen, weil ich bin ja am Rollstuhl? So, bleib, bleib! Und dann so, schneller! Einheit bereit, Einheit bereit. Sean und ich haben ja eine richtige Command Conquer Vergangenheit. Aber es wäre auch geil gewesen, wenn er aufgestanden wäre, mitgelaufen wäre. Hätte ich aber auch krass gefeiert, wenn er mitgelaufen wäre, wirklich ohne Witz. Ich hätte es wirklich krass gefeiert, aber aufgestanden, mitgelaufen. Ne? Einheit bereit. Ne? Und wir dachten so, boah, ey, die Funda kann das ja so krass, ne, diese Stimme. Die ist ja nicht genau ihre Stimme so, ne, gewesen. Wie diese Computerstimme bei Command Conquer, die immer so Ansagen macht. Einheit bereit. Ja. Gib mir voll das Herz, auch wenn die das sagt, das klingt perfekt. So, ich bin wieder voll drin. Irgendwo Mammut ist auch so eine leichte Connection zum Mammut, ne? Mammutpanzer und so bei Command & Conquer. Mammutpanzer ist einsatzbereit. Das ist geil, Alter. Du hast nie Command. Ich hab's nie gespielt, ich kenne das gar nicht, was ich gerade reden. Conquer gespielt, ne? Nee. Krass, obwohl du Koreaner bist. Ich bin halt nicht so uralt wie ihr. Kennst auch nicht Kane. Kennst Kane nicht? Boah. Du kennst Kane auch keinen Command & Conquer, ne? Doch. Ja? Du hast sowas gespielt. Guter mit Mann. Ein Jahr? Wie alt warst du? 7 oder so. Krass, du darfst schon Krieg spielen. Ein Kumpel von mir, das damals noch. Deswegen ist er ja so geworden. Ja, Thomas kennt es auf jeden Fall. Ja, natürlich. 95, Bruder. Aber du kennst nicht. Doch, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, aber ich habe es nicht krass gezockt. Wie der manchmal lügt, ne? Und dann merkt richtig, wenn so, ich habe ein bisschen. Er will halt auch dazugehören. Ja, 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 ne? Ich habe auch ein bisschen. Ja, also, ich habe davon schon gehört. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Aber ich hab's nie gezockt und ich hab auch kein Bild, wie das Spiel aussieht. Ich kenne wirklich nur den Namen. Nein, stehen bleiben! Wir müssen sie leider festnehmen! Tut uns leid! Die übernehmen. Das habe ich letztens mal kurz Pause nochmal. Ja. Sorry für die ganzen Pausen, aber das habe ich auch zum ersten Mal letztens gehört. Mhm. Stimme von John. Tut uns leid! Aber das stehen bleiben wir auch, John. Ah, alles. Ey, uns John gehen halt einfach so die Stimmen aus. Und dann machen das John und ich manchmal ganz schnell so, ja, nimm auf. Tut uns leid! Das Problem ist, wir verstellen unsere Stimme auch, aber man kennt die halt auch in allen Variationen mittlerweile. Das heißt, es ist halt einfach. Mir ist nicht aufgefallen. Wenn ich ein Gesicht nicht sehe, dann ist es manchmal schwer, so Stimmen zu erkennen, bei mir jedenfalls. Auf einmal ist der Genie von Waladin auf einmal so. Ja, stimmt. Aktiviere Domina Extreme Mode. Ihr seid immer noch alle böse Jungs. Edgar? Das ist so geil. Was sind die? Edgar? Hä, echt? Hast du das gehört? Gehört.
Da sagt geil. Ja, weil ihr hattet da hingeschrieben, könnt ihr noch so sowas reinmachen? Das hört man ja nicht bei so einem lauten Soundbild. Ja, entweder sagst du halt was, aber selbst das hört man ja fast nicht, ja. Ne? Dann sagt John so, Edgar, weil der abgeschossen worden ist. Und Edgar ist eigentlich derjenige, der meistens immer hier sitzt. Aber der ist leider nicht da. Aber du kannst trotzdem mal hinfilmen. Cool. Da ist doch niemand. Keine Sorge, ist noch Betäubung. Tut scheinbar trotzdem weh, ne? Ja, ja. Wir haben diesen Wilhelm-Scream noch eingebaut, so, ne? Mhm. Aber ich bin ja eigentlich, ich denke mir immer, ich finde den so. Der ist so ausgelutscht. Der ist so ein bisschen, ausgelutscht, ne? Ja. Mhm. Aber letztens habe ich dann so ein, irgendwie so ein Short-Video gesehen oder so, woher der kommt, so. Mhm. Und wie der so entstanden ist. Und dann. Ja, das war so ein ganz alter Film, schwarz-weiß, wo so ein Typ von einem Krokodil, glaube ich, gefressen wird oder irgendwie sowas. Ich weiß auch die Szene genau, wie es aussieht. Schwarz-weiß mit einem Krokodil im See. Und da gab es diesen Schrei. Und seitdem wird er immer wieder benutzt. Ich habe auch mal so ein. Ich habe dasselbe Video, was du gesehen hast, habe ich auch gesehen. Woher der kommt eigentlich? Ich glaube, das war diese Szene, ja. War der so wieder im Kopf? Da dachte ich so, komm, guck ich mal auf der, in der Library. Und dann haben die da diese komplette Originalspur, auch mit, ich glaube, Regieanweisung und so weiter. Ach, krass. So richtiges Original. Den gibt es nämlich dreimal, den Wilhelm Scream. Der schreit dreimal genauso. Das fand ich dann voll interessant. Da dachte ich, komm. Dann. Wir hätten sonst auch unseren eigenen Wilhelm Scream reinbauen können. Von Papa Platte. Der hat ja auch, als er da gezogen wurde bei Zahnpferd, der auch so geschrien. Nein! Wilhelm, nein! Der hat auch so geschrien, aber es war nicht der Wilhelm Scream, genau, es war der Papa Platte. Es war wirklich so ein eigener Scream, der sich hätte entwickeln können für jede Sound Library, finde ich so gut. Aber der war zu nah am Wilhelm Scream. Digga, worüber reden wir gerade eigentlich? Ja. Die Illustration für die Hände war Mega Man in dem Fall. War ja. Ein bisschen, ne, angelehnt daran. Wie ich auch gesehen habe, ja, geil, cool, dass es auch daher gesehen, genommen wurde, ja. Wir haben dann noch 3D drucken lassen hier von Niklas. Und also die sind in dem Shot natürlich gerade digital, aber in allen anderen Shots sind das wirklich echte 3D-Druck. Mega Man Arm, also nicht Mega Man, aber ne, so Arme. Mega Man, wer kennt das? Ich. Man lügt doch nicht. Was hast du denn in der Kindheit gemacht damals? Sie hat draußen mit Stöcken gespielt. Ja, ich hatte einfach eine richtige Kindheit. So. Du bist Stockman. Je größer und verzweigter die Umwege. Er ist ja mehr als 1000 Jahre in der Zukunft. Ja, das ist 1000 Jahre. Also abgerundet halt. Plus minus, ne? Ja, stimmt, das macht gar keinen Sinn, dass er nur 1000 Jahre sagt. Ja, haben wir. Vielleicht kann er einfach nicht rechnen. Stimmt, deswegen. Ja, deswegen. Das habe ich mir auch gefragt in der Lektion, was es doch schon mehr als 1000 Jahre sind, ja. Ja, hat er sich das alles zusammengebaut, was er ja, gebaut hat. Die Wahrscheinlichkeitsmatrix, weil er nicht rechnen kann. Ja, ist ja eigentlich so 1000 Jahre hoch Christus, ne? Hatten wir ja manchmal gemacht, so, ne? 2 hoch Christus oder sowas. Ja, das war. Ja, so kann man interpretieren, wie man möchte gerade so. Deko die Zeit noch mehr durcheinander zu bringen. Daher greife ich nicht selber ein, sondern lenke Personen lediglich auf die richtige Bahn, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können. Wie Figuren auf einem Schachbrett oder ein falscher Zug und es ist Game Over. So kann man es ausdrücken. Deshalb beauftragte ich einen Paketdienst, um das Gesicht an sein Ziel in der Vergangenheit zu bringen. Ach, deswegen die Raumschiff-Crew. Exakt. Ich gab den Auftrag an die Föderation. Ihre Wahl fiel auf. Captain Justin Cylinder Beef Jerky. Die Koordinaten wurden an die ANUS-7 übermittelt. So geil, das zu sehen wieder. Wirklich so nice. Joker Tolulu wieder vor dieser weißen Wand. Geil. Die Wichtigkeit dieses Auftrages verstanden. Das Paket unter höchster Geheimhaltungsstufe 200.000 Lichtjahre transportieren, ohne Zwischenstopps und unter jeglicher Vermeidung es zu öffnen? Ich sag, da ist das. Babu, tank mein Schiff voll. Sehr geile, schöne Szene, dass ich mir einfach noch gucken will. Aber hier auch interessant, die Shots auf Joker, die sind mit Greenscreen entstanden. Und er hat es dann einfach zu Hause von Berlin aus, glaube ich. Genau, wir haben ihn angerufen. Das war auch lustig, einfach nochmal ihn zu sehen. Ne? Joker kenne ich ja von damals. Aber Joker hat ja auch damals, war er ja auch Teil der großen Föderation da. Genau, und hing mit der ganz oberer Rang und hing da ja mit zusammen mit dem Auftrag und so, das Paket. Also ich sehe ja, das ist so eine Pizza. Ganz rechts. Das, das ist eine Pizza, da rechts, ja. Und hinten im Fenster sieht man auch die ANUS noch stehen, da, die parkt da gerade so, siehst du das? Wenn man jetzt nochmal so Ehrenmann of the Galaxy sich anschaut, den alten Teil, dann ist das irgendwie so wieder so voll connected, so wieder voll verbunden. Und es gibt ja einen so einen großen, nicht Aha-Moment gerade, sondern eher ein Oha-Moment, weil auf einmal alles nicht mehr so, nicht so willkürlich, ist, willkürlich ne? Wirkt. Es hängt alles zusammen. Wir müssen aber diesen Moment, glaube ich, uns einmal auch geben. So. Ich gab den Auftrag an die Föderation. Ihre Wahl fiel auf. Captain Justin Cylinder Beef Jerky. Die Koordinaten wurden an die ANUS-7 übermittelt. Haben Sie die Wichtigkeit dieses
Das Paket unter höchster Geheimhaltungsstufe 200.000 Lichtjahre transportieren ohne Zwischenstopps und unter jeglicher Vermeidung es zu öffnen? Ich sag, da ist das. Babu, tank mein Schiff voll. Wir haben einen Job zu erledigen. Aber Captain, das ist viel zu wenig. Babu! Streck den Rest vor. Sobald Sie den Zielplanet erreicht haben, werden Sie über das Signal eines Pagers zum Empfänger geleitet. Für die Sicherstellung dieses Auftrages teile ich Ihnen ein neues Crewmitglied zu. Kein Problem. Jeder Ehrenmann ist bei uns. Willkommen. Eine Ehrenfrau. Zu Ihren Diensten, Captain. Och nö. Ich nutzte alle Ressourcen, die mir zur Verfügung standen, und platzierte ein Zeitloch in unmittelbarer Nähe der toten Erde, das die ANUS in deine Zeit katapultieren sollte. Gute Reise, ANUS-7. So viele Sachen auf einmal. Oh, die und die Mucke, shit. Alter, die Mucke. Hammer. Das ist krass geworden. Dieser Part ist so fucking sick geworden, finde ich. Mhm. Auch irgendwie alles hat so irgendwie so seinen Grund bekommen irgendwie, ne? Aber auch so kleine Dinge, die vielleicht wie Spielereien hier wirken, wie dieses Rose kommt rein. Eine Frau? Och nö, weißt du, ne? Dieses Och nö nochmal zu etablieren. Aber in den alten Teilen war Jerky ja nie ein Fan davon, dass eine Frau jetzt einen hohen Rang bekommt. Mhm. Er hat so ein bisschen so, sagen wir mal, bisschen ein Macho damals gewesen, Macho, ne? Mal mit dem Schatz, zwei Stückchen Zucker, genau, und so. Genau, das war immer so ein Wichser, weißt du? Ja. Deswegen hieß das ja auch immer Ehre Männer of the Galaxy, ne? Ja. Und der hat ja auch sein Development damals gehabt in einem der Ehre Männer of the Galaxy Teilen, wo er gesagt hat, Ehre Männer voraus! Und dann dreht er sich zu Rose und sagt, und Ehren Frauen. Da war das erste Mal, dass er so ein bisschen mal sich educated und dazulernt, so ein bisschen. Aber hier sieht man nochmal die Anfänge davor. Die alten Ehrenmänner-Teile. Da sieht man auch krass, wie die Qualität sich geändert hat, ne? Vielleicht zum alten Teil, zum neuen Teil, wie krass es ein Upgrade gab, heftig. Und das liegt, glaube ich, 4 Jahre, 5 Jahre auseinander. Ja. Das ist voll heftig. Das ist voll heftig, ja. Und trotzdem schön, dass wir das halt aufgreifen, dass es uns nicht egal ist, dass wir wirklich sagen, dieses Universum, das. Und dass uns auch nicht egal ist, dass du damals kein Bart getragen hast und dann später als Jerky schon einen Bart getragen hast, dass wir das extra zu der Zeit machen wollten, wo du auch Zahnfee gedreht hast und keinen Bart hattest. Ne? Ja. Natürlich auch viel Planung, die da immer mit reinspielt. Genau, und das alles auch nochmal wieder im Virtual Studio dann gedreht. So, ne? Genau, diese Shots sind halt nicht vor Greenscreen, sondern auch wieder in diesem Virtual Studio, wo wir halt direkt diese Kulisse hatten. Deswegen haben wir auch die Kamera immer so ein bisschen bewegt, dass man das auch richtig spüren kann. Ich nutzte alle Ressourcen, die mir zur Verfügung standen, und platzierte ein Zeitloch. Und hier, ne, natürlich wieder Fremde. Auch zum ersten Mal so Job, dass er dieses Ding, dieses Zeitloch dort platziert hat. Mhm. Ja. So ist ja auch eine ganz, ganz neue Information. So, jetzt haben wir auch so einen Reason, einen Grund dafür, so, warum die Ob da reingesogen wurde. Es war gar nicht so ein Unfall. Dass die ANUS in deine Zeit katapultieren sollte. Und dass das alles ja quasi ein Deal, also ein gemeinsamer Plan mit dem alten Mann im Mond ist. So, ne? Das ist alles so. Was man auch jetzt erst erfahren hat, dass das der alte Mann im Mond ist. So, genau. Ne? Ich würde das gerne mal aus der Rolle wirklich eines Fans sehen. Nicht nur die Reaction, sondern wirklich selber in der Position sein, dass ich diese ganzen Story-Stränge nicht kenne. Und dann, wie sehr catcht das? Also wie viel davon bist du überhaupt beim ersten Mal aufnahmefähig? Ach krass, ach da, so viel auf einmal, weißt du? Was irgendwie ein Twist überholt den anderen. Aber es hat ja nicht funktioniert. Der Mann im Mond hat die Erde ja scheinbar doch zerstört. Es kommt immer wieder zu Komplikationen. Ich kann Handlungen, die ich bereits getan habe, nicht ungeschehen machen. Entscheidungen, die ich getroffen habe, nicht rückgängig machen. Ich kann lediglich versuchen, den Lauf der Ereignisse im Nachhinein zu beeinflussen. Also suchte ich nach Korrekturen, die mich meinem Ziel näher bringen würden. Curly. Lieutenant Curly. Obwohl die ANUS-7 und ihre Crew durch das Zeitloch reisten, landete nicht alles in derselben Zeit. Na, geil, die Bohnen, die du dann damals ausgegraben hatte, war ja in dem Anfang von Songs aus der Bohne. Eichelhard von Sack damals 1420 irgendwann mal verbuddelt hatte, weil er daraus sich eine gute Suppe machen wollte. Oha! What the fuck? Wo bin ich hier gelandet? Scheiße, Aura hier direkt auf minus 1000. Und es ist auch genau die Location, wo Ju zum allerersten Mal Curly kennenlernt und trifft. So. Und er sich auch. Okay, das wusste ich auch nicht mehr. Das ist stark. Das ist echt stark. Das muss ich direkt aufschreiben. Das ist cool. Das ist cool.
Geil. Geil, geil. Cool, dass sie so, so Sachen denken auch. Auch vorstellt als der Architekt der Bohnen. Alter, wo ist der Rest von meinem Space Gunter? Lalalala, meine Babys. Cash, Cash. Geld, Geld. Money, Money, Money. Dieser scheiß Planet braucht ein bisschen massentaugliche Musik. Ich kann dich möglicherweise wieder mit deiner Crew vereinen. Oha! Seit wann bist du denn hier? Hat nicht so gut geklappt, die Crew zu vereinen, ne? Ist explodiert. Im Mond Akt 1, ne, da gab es ja, was wir auch gerade nochmal flashbackmäßig gesehen haben, diesen Moment, wie Curly da aus dieser Schleuse gefallen ist, dann hat er einen Schutzschild gemacht, dann wum, wurde er durch diesen Drift-Tunnel da, durch diesen Zeit-Tunnel da nochmal woanders hingeschoben und seinen Sack hat er dann auch nochmal verloren, deswegen hat er ja auch da so geschrien, ah, mein Space Gun und so weiter. Und jetzt sieht man auch, wo es gelandet ist, so, ne? Ist halt auch geil. Wir haben es noch nicht gesehen. Wir haben nur gesehen, wie der Bohnensack in meinem Mond Akt 1 weggegangen ist von Curly in so einen anderen Tunnel. Aber wir haben nie gesehen. Man konnte sich ein bisschen zusammenreimen, aber jetzt hat man die Bestätigung. Hast du noch deinen Pager? Hast du noch Peps? Ich ließ Curly seinen Pager umprogrammieren, sodass die Crew das Signal am Zielort des Paketempfängers identifizieren konnte. Ah, wir haben hier ein Paket für den Mann im Mond. Warum sind wir dann hier? Weil uns das Signal genau hier hingeführt hat. Zum Pager von Curly. Und da Curly mir seinen Pager vor seinem Tod gab, nimm mein Pager! Ging das Paket an mich. Richtig. Du, Julian, musst dem Mann im Mond sein Gesicht wiedergeben. Das ist so krass, aber jetzt denkt man sich so, boah, der Fremde ist das Genie hier die ganze Zeit. Was der alles eingefädelt hat oder wofür der eigentlich verantwortlich war die ganze Zeit, ne? Das gibt dem gerade so die Hälfte, weil der ist ja sonst immer nur so ein bisschen rumgepimmelt, so ein bisschen rumgegeistert, so gesagt, oh, die Anomalien werden immer stärker hier. Aber jetzt checkt man so richtig so, Alter, fucking, was geht mit diesem Typen hier? Seit Santa ein Mysterium eigentlich, ne? Immer so einen mystischen gehalten und jetzt kriegt man Antworten. Was ist mit dem? Und jetzt auch mit diesen ganzen Pager und was, Pager ist ja... Und leider weiß man nicht, wer er ist, ne? Man weiß nur, was er jetzt macht. Vor 6 Jahren gedreht, so. Irgendwie cool. Ich bin ja selber irgendwie so Fan davon, so auch so aus, wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich gucke mir das jetzt außenstehend nochmal an, wie das zusammenhängt. Mhm. Nicht, so. Nicht anfassen. Pete, lass das. Das ist das Blut der 1000 katalanischen Mauereidechsen. Ach, das auch. Damit hat Rezo mir den Kompass tätowiert, um die Wächter zu finden. Der unwahrscheinliche Faktor, dass du diese Prozedur überlebt hast, verschafft dir die einzigartigen Fähigkeiten, die dich zu dieser Aufgabe ermächtigen. Wir müssen alles tun, um Eos daran zu hindern, dein Gesicht zurückzubekommen. Ich habe meinen Bruder Klaus bereits informiert. Klaus? Santa Claus? Oh Junge, ich bin... Das ist die Frage, ne? Ob der Fremde damals Rezo beauftragt hat, das Tattoo draufzustechen? Weil der Rezo hat den Fremden ja nie erwähnt. Gut, könnte er den Fremden auch nie erwähnen, das stimmt auch wieder. Ein Riesenfan! Wen? Wie wen? Was meinst du? Santa Claus? Nein, wen es interessiert. Mich! Santa, Zahnfee und John, wir wären ein echt heftiges Trio. Wenn wir jetzt noch Chu finden würden, dann wären wir ein wirklich krasses Quartett. Das ist so süß, wie John seine Begeisterung immer so kundtut, aber trotzdem Chu nicht vergisst so die ganze Zeit. So. Immer sein Ziel ist immer noch, okay, wir müssen trotzdem noch Chu finden. So, ne? Dass er mal versucht, so irgendwie so reinzuschleichen. Ja, reinzuschleichen. So. So schnell übersieht man das Wesentliche. Oh, sorry, Quintett! Rainer gehört natürlich auch. Direkt bei dem Satz habe ich gewusst, okay, Rainer ist nicht Rainer. Dazu. Ich fragte mich bereits nach Julians Verschwinden, warum ich es dennoch an diesem Ort verspüre. Rainer, was redest du da? Den Schutzschild hätte ich nicht passieren können. Drum schätze ich deine Gastfreundschaft, dass du mich auf anderem Wege hierher eingeladen hast. Ruhen. Das ist nicht Rainer. Mein Dank ist euch gewiss. Die ganzen Risse hat er nicht mehr, ne? Die ganzen blauen Streifen, ja. Euer letztes Kapitel ist geschrieben. Nun beginnt meine Geschichte. Boah, Junge, es ist intens.
So geil, oh mein Gott, so nice. Stell dir mal vor, an der Stelle hätte ich ausgeschaltet. Stell dir mal vor, hier hätte ich ausgemacht. Das stell dir mal das mal vor, das wäre so sick. Das wäre so, das würden sich alle aufregen wahrscheinlich. Moment, intense moment. Ja, guter Moment zum Stoppen. Die, den Mann, dieser Mann, dass wir ihn gefunden haben. Ne? Wir haben ja mit Santa der Boss, Osterhase, Sandmann und diese ganzen Wächter damals halt schon irgendwie vorgegeben, dass ich da immer drin stecke, so, ne? Mhm. Und das hat natürlich dann jetzt im Endeffekt uns immer natürlich Probleme gemacht, so diese ganzen Rollen zu spielen, so. Wenn man das jetzt neu anfangen würde, alles, dann würde man sowas niemals machen, so, ne? Natürlich nicht. Mhm. Das wusste sowas mit Santa, der ist ja vor 10 Jahren geboren, so, weiß man es halt nicht, so, ne? Hat man einfach nur an die Songs gedacht, so, klar. Aber deswegen haben wir dann sehr lange dafür gebraucht, so zu gucken, wie machen wir das eigentlich mit meinem Mond? Weil das noch jetzt noch mit Glatze machen und dann noch mal den Bart abrasieren und die Tattoos abdecken und so, weil der ja schon doch recht, also mehr Haut zeigt und so. Das war so ein Dilemma, das hat, glaube ich, ein halbes Jahr lang haben wir immer darum gerätselt, wie wir das machen. Machen wir das hier mit irgendwie nochmal Deepfake? Machen wir das mit einer Silikonmaske? Wir haben so viel recherchiert und nichts war die richtige Lösung so. Ganz weit hinten war so Plan Z, war da einfach irgendwie jemand zu finden, der vielleicht irgendwie Ähnlichkeiten hatte. Wir sind irgendwann durch Zufall auf Danny gestoßen, der natürlich jetzt, sagen wir mal so, nicht hundertprozentige Ähnlichkeiten hatte, aber so ein paar Züge hatte, wo man sagt so, das haut hin. Das ist dann, das passt schon sehr stark in die Rolle von Mann im Mond, so wie wir uns ihn vorstellen. Ne? Also Danny ist ein geiler Schauspieler und irgendwie war das auch eine Sache, die wir irgendwie brauchten, dass wir jemanden haben, wenn Drew mit Mann im Mond in irgendeiner Form interagiert, sei es jetzt der Character Drew, sei es jetzt ein Wächter Drew, dass man halt viel mehr acten kann zusammen und nicht immer nur diese Kloneffekte machen muss, weil die einfach so zeitraubend sind und gerade wegen dem Bart oder ohne Bart. Und wir irgendwie auch dachten, würde Drew jetzt in irgendeiner Form, in der unmöglichen Form mit Glatze, mit Bart abrasieren, Tattoos abdecken, wie Drew es gesagt hat, trotzdem in meinem Mond spielen, dann wäre das sowas gewesen, wo wir in meinem Mond wahrscheinlich nur ganz, ganz wenig gesehen hätten überhaupt, was irgendwie auch eine Verschwendung des Charakters ist. Allein dieser Screenshot gibt so viel Power in diesem Charakter und wir brauchen halt, man braucht einen geilen Bad Guy. Ja. Einen geilen Bad Guy. Also wir brauchen... Also ich finde es gut. Ich finde es gut, dass wir einen neuen genommen haben. Es gibt einen geilen Vibe auf jeden Fall auch, definitiv. Fühle ich. Jemanden, der irgendwie, mit dem ich so irgendwie Ähnlichkeiten habe. Man braucht jemanden, der auch auf jeden Fall acten kann, der auch schon, sagen wir mal, auch tattoofrei ist. Ist heutzutage auch nicht so einfach zu finden. Und irgendwie, ja, auch vielleicht im Best Case noch ein bisschen kämpfen kann. Was ja Danny ja auch konnte. Ja. Wir echt dachten so, boah, das ist dieser, auf diesen Mann haben, also, dass es diesen Mann überhaupt gibt auf diesem Planeten. Das ist so heftig einfach. Und der natürlich noch Bock hat, so, ne? Und dann haben wir das mit ihm geredet, mit ihm telefoniert, ihm das alles erzählt und so weiter. Boah, und dann war der auch so begeistert davon, fand das voll cool und so. Und wir so, ja, Alter. Dann haben wir ihn kennengelernt und der war voll das Arschloch. Der Spaß, der war mega nett auch noch, so richtig cool. Wir drehen ja eh noch so mit ihm. Ich glaube, wir freuen uns einfach. Aber wir drehen morgen. Ja, morgen. Krass, morgen sehen wir ihn wieder. Morgen ist er wieder. Scheiße. Spaß. Mega, es ist so ein Glücksfall, ne? Weil das ist, glaube ich, also hätten wir ihn nicht gefunden, glaube ich, gäbe es das Video nicht, ne? Das Theme von meinem Mond, noch mal richtig reingedrescht hier. Und unterbrochen. Boom. Und rein wieder reinkommen. Es ist so ein epischer Moment, wie Sander da reinspringt. Ich krieg Gänsehaut davon, wenn ich drüber nachdenke nochmal. Es ist so geil. Ja, einfach smile. Sorry, nicht das. Küss meinen Siegelring, Eos. Vergiss, wie stark du bist. Schön, dich wiederzusehen, Klaus. Steh auf, Ruhm. Digga, denkst du, das ist noch nicht vorbei, ja? Ja, ja. Oh, direkt der nächste Ballermoment. Ja, geil, die beiden nebeneinander. So, geil, ich muss gerade kurz ausschreiben. Hier ist was passiert, was ich für Notizen brauche. Keine Spoiler für mein Analysevideo. Oh Gott, ich kann so kacke schreiben, muss ich beeilen. So, weiter geht's. Zeit zum Verwandeln. Erste Mal auch Zahnfee 2.0 auf einmal. Aber auch beiden zusammenzusehen, ja. Fan-Moment einfach. Boah, richtig Fan-Moment, Alter.
dieses Mal im gegen Mann im Mond, Junge. Das ist was. So lange drauf hingearbeitet. Voll krass, ey. Dir mich nicht aufhalten. Wahrscheinlich extra Santa halt ein anderer Typ. Und der Zahnfee-Maske ist auch ein anderer Typ. Das ist natürlich beim Endkampf. Ist für Drew einfacher, ist, dass nicht alle Rollen gleichzeitig spielen muss, ne? So kann er nicht andere Leute, die hinter den Masken sind, ja. Das ist, wenn die Power Ranger bei dir zu Hause auf einmal. Dieses Mal werdet ihr mich nicht aufhalten. Geil, die aussehen einfach. Geil, den Kampf auch nochmal brutal abgekriegt. Ja, wie es gerade hier leckt, ne? Das liegt ja nicht an mir, das liegt an dem Original von Drew, das Video. Das leckt ja ein bisschen leider. Rated zu einer Version, die ihr vielleicht gesehen hattet. Oh, das ist geil, Alter. Zafir und John muss zusammenhalten. Ich muss ihnen helfen. Oh, nein. Schnell, hier rüber, klar. Oh, ich mach noch eine. Ich hab hier Wetter. Oh, scheiße. Scheiße, du machst den Mund nicht mal auf, trotzdem. Ja, ja. Ja. Das ist auch nochmal so ein guter Lacher, mit dem man gar nicht rechnet. So ja, ja. Ich glaube, manche denken sich so, der nimmt jetzt nicht Michael Wendler, Bruno, oder? Oh, und dann egal. Bist du bestätigt. So. Ja. Aber auch so geil. Also hier, ne, verkörpert Danny, der Mann im Mond. Hier Ben, ne, mit dem du Darth Maul Apprentice hier, der Darth Maul gespielt hat, spielt hier Santa. Deswegen hämmert er da auch so gut rein. Lorenz ist hier wieder Ruhn. Ich hab dich von den Toten zurückgeholt. Aber es war nie dein Schicksal zu leben. Boah, ist auch so ein krasser Moment. Naja, stimmt, voll vergessen. Der hat ihn ja damals zum Leben erweckt. So ein Geschenk für ein Geschenk, ne? Als Austausch für sein Gesicht, so. Das hat er jetzt auf anderem Wege bekommen, so, deswegen. Auch krasser Satz irgendwie. Das war nie dein Schicksal zu leben. Ja, ist schon krass. Guck mal, wie weit, er würde so weit gehen, ne? Ja, weil, aber auch, er hat ja gesagt in Akt 3 so, dann entscheidest du dich, Julian, mein Feind zu sein, ne? Dann nehme ich dir wieder das. Mhm. Ne? Du hast unseren Deal eigentlich gebrochen, nicht ich. Nein, aber lass John machen! Wir haben gerade gar nicht darüber gesprochen, wie geil auch Stroppo geactet hat, als er sich als meinem Mond revealed jo, hat. Ne? Ja, ja, Moment ja, das war so intens eben, dass wir gar nicht gesprochen haben, ne? Aber ja. Da gibt es so viel eigentlich zu sagen. Ja, ja. Eine krasse Szene, echt. Dafür, dass er so kein Schauspiel oder sonst was gemacht hat oder so, einfach nur so irgendwie Stroppo ist, ist irgendwie echt manchmal. Ja, er ist auch Synchronsprecher, glaube ich, ein paar Aufträge macht er auch, ja. Ist einfach ein Talent, ne? Auf jeden Fall beeindruckend. Vor allem dafür, dass der immer so rumhampelt wie der letzte Larry, so, ne? Und dann sieht man den auf einmal acten und kriegt Gänsehaut und denkt, was steckt denn in diesem Dulli alles drin? Ja, ne? Der ist auf. Ja. Multitalented. Ja, 100%. Ja. Ja, manche echt gesagt, so beim Dreh, als wir diese Szene mit Rainer gedreht haben, mit Stroppo, wo der dann blablabla, danke ich dir für deine Gastfreundschaft, Ruhn. Dass Leute bei dem Wort Ruhn so voll die Gänsehaut bekommen haben und so. Und ich finde es auch irgendwie interessant, einfach so, wie die Rolle ja ursprünglich mal bei den Glatzen damals in Songs der Bohne einfach so als ein cooler Joke-Szene für eine Bohne war und wie sich das entwickelt hat, wie er zu Teil dieser Geschichte wurde mit so einem krassen Twist und Ende. Und ich hatte auch letztens mal im Screen noch dran gedacht, es gab mal von uns die Idee, ganz am Anfang, letztes Jahr, irgendwo im Frühjahr, als wir noch so gescriptet hatten und wussten, irgendwann werden Drew und John ja die Zahnfee treffen, wie auch immer. Und dann war einmal eine Idee noch, dass Julia dabei ist und dass der meine Mond in Julia drin steckt. Und dann haben wir halt gemerkt, dass das nicht aufgeht und sowas. Aber es war auch irgendwie witzig. Aber ich glaube, es hätte nie so gehittet. Ja, ich glaube, das hätte nicht so gehittet. So. Wir mussten hier auch ein Opfer bringen, was dann natürlich auch noch Rainer war. Und das hätten wir mit Julia nicht machen können. So, richtig. Ne? Viel lustig, dass jetzt von einem Glatzkopf zu einem Glatzkopf. Ja. Alle drei tolle Menschen. Lukas auch, ne, der den Mann im Mond vorher die ganze Zeit gespielt hat. So geil. Auch. Das war ein Fehler. John. Sag meiner Tochter, dass ich sie liebe. Nein! Flieht ruhig. Es hat gerade erst begonnen. Ja, den Song seht ihr dann in 2 Monaten.
Also, ja. Das ist eigentlich... Ah, also, hat man den Song dann noch? Fängt damit der nächste Teil an? Ach, crazy, okay. Aber so 2 Monate, ach so, gut, Akt 6, ne? In Sandman Special, das kommt noch nicht vor. Aber cool, dass wir den auch mitbekommen, dass wir den hören noch. Ich hatte, der wäre komplett verloren gegangen jetzt, aber den hören wir noch. Dann hören wir da auch wahrscheinlich den Mann, den Santa, der zum ersten Mal diese Bohnen wahrnimmt überhaupt, weil der kennt die Bohnen ja auch gar nicht, stimmt. Geil. Finde ich nice. Okay, geile Idee auf jeden Fall. Auch mal das zu sehen, wie es für jemanden ist, der die Bohnen nicht gerade nimmt und weiß, was die sehen. Sondern, ne? Verstehen wir das ein bisschen? Weiß ich nicht. Quasi die Perspektive von den Leuten außerhalb des Songs manchmal, ne? Die einfach so, haben wir uns gerade nur eingebildet oder was? So quasi einfach verschwunden. Also anscheinend ist der John da mit Santa abgehauen auf einem Moped. Geil, ne? Das wird einfach wieder zeigen, dass er ist einfach so stark, ne? Er ist einfach stärker als die Wächter, alle Wächter, die sogar Santa 2.0 und Rune 2.0. Und auch fürs Verständnis, er ist jetzt, wo er sein Gesicht hat, seine volle Power, was ja auch oft einmal gesagt wurde in den Teilen, kann er das Schild auch durchbrechen. Er wäre halt gar nicht reingekommen ohne sein Gesicht, ne? Deswegen krass, dass die Zahnfee ihn eigentlich mit reingenommen hat. Und jetzt bricht er einfach so durch den Schutzschild durch. Also Wege des Schicksals sind lediglich eine Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Jedes Opfer, jede Entscheidung, jeder Kampf eröffnet eine neue Abzweigung. Die wenigsten sind sich der Tragweite ihres Handelns bewusst. Und doch ebnen sie dir einen ganz bestimmten Pfad. Einen Zeitpunkt, der uns die Chance gibt, das Universum zu retten. Alle Schachfiguren sind jetzt in Stellung gebracht. Nun liegt es an dir, Julian. Bist du bereit, diesen letzten Weg zu gehen? Theo, es geht immer noch weiter, ne? Meine Geliebte. Nein, Iris. Hier auch geil, dass der Zeke ruft. Wir hatten ja im letzten Theorie-Video herausgefunden, beim Geheimnis der Zahnfee haben wir eigentlich Sieg genannt. Weil der Zeke kommt ja von Ezekiel und da ist auch eigentlich Sieg. Alle haben lustig gemacht, sollte Zeke gesagt haben, aber im Original heißt der anscheinend doch Zeke. Ja. Auch so respektlos, ne, dass er die Leiche da hinter dem, so allerdings herzieht, seiner Schnur. Eos! Julian! Ich kann dich zum Sandmann führen. Boah! Er kannte das noch nicht! Ja! Ich dachte, die Szene, bevor das alles eingebaut haben. Ja, Mann! Mann. Krass, oder? Heftig. Alter, dieser Akt, ne? Alter, das Krasse ist so, mit der V2, also das ist, wir sehen jetzt gerade etwas, was ihr alle noch nicht gesehen habt. Gerade so, ne? Das ist jetzt für manche, wird das jetzt nochmal neu sein, weil wir konnten Sandmann... Ja gut, das habe ich schon gesehen. Also klar, auf YouTube kannst du online. Erst jetzt drehen die ersten Shots, aufgrund organisatorischem. Und das war aber immer schon geplant, dass es reinkommt. Deswegen war die erste Version, die ihr vielleicht, viele von euch schon gesehen haben, ja noch ohne dem Sandmann. Aber es war immer genauso geplant. Zeke! Und dann sieht man Zeke und der Shot ist auch so geil geworden. Mhm. Das ist einfach so, diese eine kurze Shot, ne? So makaber, wie er Iris einfach hinter dem Quad herzieht und noch so lacht, dreckige Lachen. Aber genau, das ist einfach so ein Wahnsinns-Charakter, Alter. Der diese ganze Bühnennummer betritt. Und einfach der erste Film, wo jetzt alle Wächter zusammen sind, oder? Sehen sind, meinst du, ne? Ja, alle Wächter waren zu sehen. Zeke jetzt am Ende. Ja. Und das war uns auch voll wichtig so. Und das Krasse ist so, über Zeke wissen wir ja gar nichts. Voll viele haben gesagt, der Fremde ist bestimmt der Sandmann. Mhm. Now you know. Das schreiben so viele bis heute immer noch. Obwohl schon so oft gesagt wurde, dass es nicht ist. So oft wurde Ju schon widerlegt, das ist er nicht. Und das kriege ich bis heute noch Kommentare, dass der Sandmann der Zeke ist. Sandmann der Fremde ist. Allein nur dem, meinem Kommentar, was by the way, glaube ich, auch das Top-Kommentar unter dem Hauptvideo von Ju ist Akt 5. Also könnt ihr mal nachgucken, ob es noch aktuell Top-Kommentar ist, aber meiner Sichtweise ist noch auf Platz 1. Und 6000 Likes, irgendwie richtig krass, dankeschön. Aber selbst da in den Kommentaren habe ich gelesen, haben Leute geschrieben, es hat mal das Safe der Fremde. Nein! Das ist schon Jahre widerlegt worden, vor Jahren. Oh, it's wrong, guys, girls. Das Verständnis, also diese Version, diese Final-Version, die ihr jetzt gesehen habt, die auf YouTube auch ist, die ist natürlich auch auf Amazon. Ne? Also die Szene mit Sandmann ist auch in beiden Versionen. Genau, die ist in beiden Versionen.
Genau, wir haben bei Amazon quasi auch nochmal ein Update reingegeben. So. Ach so, also okay. Es ist dann immer so 0,01%, was sich dann nochmal so ändert. So. Teilweise sind das einfach so perfektionistische Sachen, die ihr vielleicht gar nicht seht oder hört. So. Aber wir schon. Genau. Ja. Aber Amazon hat sich auch bedankt, dass wir das machen. Ne? Die meint so, geil, dass ihr dann noch nach der Abgabe noch weiter dran arbeitet. Voll cool, das kennen die, glaube ich, gar nicht so. Und wir so, ja. Wir wünschen manchmal, wir könnten anders, ja. Aber das geht nicht. Ich hatte das Gefühl, dass wir jetzt so am Ende manchmal ein bisschen wenig gesagt haben. Aber ich finde das voll das gute Zeichen, weil wir immer noch selber irgendwie gebannt davon sind, wie das Ganze sich entwickelt gerade. Und irgendwie die Momente einfach für sich stehen lassen, weil die so geil inszeniert sind, aber auch gescriptet sind, sich alles jetzt auflöst. Also Akt 5 ist das erste Mal das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, wir schreiben eine Story, wo wir vor Jahren schon dran gedacht haben, wie das Ganze zu Ende geht. Ne? Auch so jetzt mit dem Gedanken, was der Fremde dem Ju gesagt hat, du musst ihm das Gesicht aufziehen. Ne? Warum hat er es nicht vorher gemacht und so weiter? Es geht ja beim Fremden ganz viel um Zeit. Ne? Also das ist auch ein wichtiger Faktor, der nochmal wichtiger sein wird. Jetzt hast du voll die Dilemmas aufgebaut. Er muss jetzt dem Mann im Mond, der eh schon ein Gesicht hat, komplett wütend ist, das Gesicht aufziehen. Und Ju wird das niemals hinbekommen. Niemals, keine Chance. Deswegen kommt Ju jetzt schon direkt mit, ich kann nicht zum Sandmann führen. Kann er ja, mit dem Kompass auf seinem Rücken so, ne? Was Stimmt. Hat Ju jetzt vor? Aber geht der Kompass jetzt wieder? Weil der war ja defekt. Also das muss ich auch nochmal aufschreiben. Das ist jetzt spannend, dass du sagst, dass das ihn hinführen kann, weil eigentlich dachte ich, durch den Angriff von dem Osterhasen ging der Kompass nicht mehr, aber anscheinend geht er jetzt wieder, obwohl der Sandmann noch krasser Osterhasen noch krasser angegriffen hat. Wie er das hinbekommt. So, liebe Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war ein heftiger Ritt, jetzt selber nochmal auch für uns irgendwie gerade wieder. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Das dritte Video ist jetzt auf YouTube und irgendwie kommt das Ende des Ganzen halt immer näher so, ne? Also ich habe John ja immer gesagt, seit 8 Jahren sage ich ihm John ja, ey, nächstes Jahr wird besser. Aber nächstes Jahr wird wirklich halt die Fresse! Nein, Alter. Wir werden ja abgehen. Digga, wenn du das sagst, dann wird es immer schlimm. Aber wir drehen auf jeden Fall nicht mehr. Dann ist die Reise zu Ende. Ja, dann kommst du, ey. Spin-off ist jetzt dran oder so ein Scheiß. Und dann komme ich da irgendwie gar nicht mehr raus, weil irgendwas passiert, Alter. Alle freuen sich, alle wünschen sich, falls es weitergeht. Aber wir wissen ja, dass du schon erzählt hast, dass wir noch auf weitere Geschichten gespannt sein können, die er uns noch erzählen will. Also es wird nicht Ende sein, es wird andere Geschichten geben. Nicht mehr mit den mehreren Männern und nicht mehr mit den ganzen Wächtern und so, das ist vorbei. Aber es wird andere Geschichten geben, definitiv. Und vielleicht auch Videos, wo Ju selbst nicht die Rolle spielt, weil der Hauptkanal von Ju wieder geschlossen. Aber es gibt auch immer die Möglichkeit, neue Kanäle aufzumachen. Ne? Vielleicht ein Kanal, der heißt dann Julian Bam rückwärts. Map. Nielu, oder so. Nee, danach machen wir alle ein halbes Jahr Pause. Mindestens. Wir verschwinden alle. Eure Fressen 2 Monate nicht sehen, Alter. 2 Monate? Digga, ich will dich 2 Jahre nicht mehr sehen. Ja, aber die andere Hälfte vom Jahr ist ja auch noch nächstes Jahr. Machen wir ein halbes Jahr Pause und dann sagst du... Irgendwas kommt da, Alter. Ja, ich hatte eine Idee. Pool-Olympiade! Ja, die Pool-Olympiade kommt ja auch noch. Davon eine Serie machen. Aber geil, wirklich. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Theorie-Hauptvideo kommt auf jeden Fall auch noch. Also meine Theorie-Analyse. Ich weiß nicht, ob ich es direkt Dienstag schaffe. Mittwoch weiß ich nicht, ob dann vorher noch andere Videos von mir kommen. Und dann erst mein Theorie-Video. Letzten Jahr habe ich es immer so gemacht. Aber da kam es ja direkt schon auf YouTube erst. Und nicht erst 2 Wochen schon auf Freebie. Das ist ein bisschen doof wie so. Aber ja, es kommt, wenn es kommt. Deswegen lasst ein Abo da auf dem Hauptkanal. Und morgen mache ich direkt schon zu Outtakes noch. Die nehme ich jetzt direkt gleich noch auf. Also da ist ja auch gerne ein Abo da. Und wer bis hier geguckt hat, bis hier, nach 10,5 Stunden, der kann mir gerne mal in die Kommentare schreiben. 5 Akt. Er wird in die Kommentare schreiben. Akt 5 rückwärts. 5 Akt, wie letztes Mal auch. 4 Akt, jetzt hier 5 Akt. Schreibt in die Kommentare. Ansonsten macht's gut. Ciao.